Also ein paar Erläuterungen zu diesem neu erschienenen Büchlein Gesundheit, ein Gut und sein Preis. Vielleicht eine Vorbemerkung, um Enttäuschungen zu verhindern. Kritik am Gesundheitswesen ist populär und zahlreich in Umlauf. Wer zum Beispiel darauf hinweist, dass die Krankenkassenbeiträge dauernd steigen, die Leistungen für die Beitragszahler sinken, der bekommt sicher Applaus, sowas passiert. Und wer das kritisiert, dem fliegen die Herzen der Beitragszahler zu, keine Frage. Man kann auch damit punkten, dass man Ärzte als Geldschneider angreift, ihnen vorhält, dass sie ihr Handwerk nicht wirklich beherrschen und Kurpfuscher sind. Das gibt es sicher auch in diesen Kreisen. Und die linke Kritik, die kulminiert in dem Satz, Gesundheit darf keine Ware sein. Was diese Vorhaltungen eint, das ist, dass sie allesamt eine mangelhafte Leistung, eine vielleicht sogar vorenthaltene Leistung dem Gesundheitswesen zur Last legen. Das ist unsere Sache nicht und es ist auch nicht die Linie, der Schwerpunkt der Kritik, die in diesem Büchlein hier verfolgt wird. Uns ist aufgefallen, dass vielleicht ein ganz anderer Vorwurf am Platze wäre, dass vielleicht gar nicht der Skandal in den fehlenden Leistungen des Gesundheitswesens liegt, sondern in der Leistung, die es bringt und in dem Zweck, für den das gemacht wird. Uns ist aufgefallen, dass es mit der Gesundheit in dieser Gesellschaft so eine eigene Bewandtnis hat. Im Folgenden soll nicht die Rede sein von dem quasi banalen, privaten Vorgang, den jeder von sich kennt. Ja, man wird krank, dann ist man darauf aus, möglichst schnell gesund zu werden. Jeder weiß, man braucht die Gesundheit für alles und jedes. Das ist banal und davon soll im Folgenden nicht die Rede sein. Aber es fällt schon auf, dass in dieser Gesellschaft, ob gesund oder krank, die Menschheit immerfort von Gesundheitstipps umzingelt wird, damit bombardiert wird, davon Gebrauch macht. Die jüngeren Jahrgänge, die kaufen sich am Bahnhofskiosk vielleicht die Hochglanzbroschüren zur Work-Life-Balance oder Fit for Fun. Ich war vorgestern an so einem Kiosk, das ist ein riesen Bilderbogen. Die älteren Jahrgänge, die greifen vielleicht immer noch zur Apothekenschau, lesen, was gesund macht. Und am Kiosk gestern oder vorgestern, da gab es eine Spiegel-Bestsellerliste zum Thema Sachbuch Gesundheit. Da steht auf Platz 4 zum Thema Stressbewältigung ein Buch mit dem verheißungsvollen Titel Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, wie man sich locker macht, um Stress zu bewältigen. Das ist im Angebot, das ist ein Blick auf die Gesundheit, der durchaus praktisch wird. Es ist nicht nur so, dass die Menschen immerfort damit geistig befasst sind. Wie kann man seine Gesundheit in Schuss halten? Wie kann man verloren gegangene Fitness zurückgewinnen? Sondern die sind auch praktisch damit befasst. Es gibt sowas wie einen dauerhaften privaten Kampf um die Rückgewinnung von Gesundheit, von Fitness. Das ist wahrscheinlich universell verbreitet, dass die Menschen nach der Arbeit in ein Fitnessstudio laufen. Und da ist auch schon der Name ein Fingerzeig in Bezug auf das Programm, das da verfolgt wird. Der Sport, der da in diesen Muckibuden betrieben wird, der wird sicher nicht wegen der Freude am Sport betrieben, wenn Fitness im Namen geführt wird. Dann ist die Wirkung, auf die das zielt. Körperliche Rückgewinnung von Belastungsfähigkeit, das Maßgebliche. Die Leute sind damit befasst, gesunde Ernährung zu betreiben. Die durchstreifen die Biomärkte und Supermärkte und greifen zu Leitprodukten. Die haben Kühlschränke,
vollgestapelt mit Nahrungsergänzungsmitteln, sodass der Unterschied zwischen Ernährung und Medizin ein bisschen verschwimmt. Und es gibt im Jargon, wie die Leute sich unterhalten, da gibt es Sprachdenkmäler, die auch etwas verraten über die Stellung, die die Menschen in dieser Gesellschaft zu ihrer Gesundheit einnehmen. Allenthalben wünschen sich Leute Gesundheit, nicht bloß dann, wenn einer genießt hat. Das gibt es auf vorgedruckten Karten und wird verschickt zu Geburtstagen oder zu Festtagen. Wenn Leute eine Niederlage wegstecken mussten, beruflich oder familiär, dann werden die damit getröstet oder sie trösten sich damit, dass sie sagen, Hauptsache gesund. Und das sind Arten, über Gesundheit zu reden, die ein bisschen was verraten über die Gesellschaft, in der sie mit ihrer Gesundheit unterwegs sind. Gesundheit ist doch für sich genommen, nüchtern betrachtet, nichts weiter als die körperliche Voraussetzung dafür, dass man allen Interessen und Zwecken nachgehen kann, die man so hat. Das ist eine Bedingung für alles, die muss schon sein, sonst geht nichts. Aber sie ist eine Bedingung, nicht selber Zweck und schon gar nicht, wie der Spruch sagt, Hauptsache gesund, der höchste Zweck. So wird gedacht, so wird geredet und so wird verfahren im privaten Bereich. Und es ist kein Tick von wenigen Hypochondern, sondern das ist flächendeckender Volkssport. Und das ist ein Hinweis, der jetzt mal zu einem ernsteren Argument führt, nämlich zu dem, dass die Gesundheit, wenn die Menschen so zu ihr stehen, in dieser Gesellschaft dringend gebraucht wird und dass dauernd um sie und ihre Rückgewinnung gekämpft wird, weil sie so heftig verbraucht wird. Und der Verbrauch der Gesundheit hierzulande heutzutage, der findet in der Hauptsache nicht mehr statt wie in früheren Zeiten durch die Einzeller aus der Natur, durch Bakterien, durch Viren, die mal Volksseuchen ausgelöst haben und große Teile des Volkes auch dahin gerafft haben. In unseren Tagen laboriert die Menschheit an von den Medizinern selbst sogenannten Berufs- und Zivilisationskrankheiten. Da werden Mediziner, Fachgremien staatlich beauftragt, finanziert, um mal durchzuzählen, woran eigentlich das Gros des Volkes leidet und auch frühzeitig stirbt. Und dann kommen sie auf 5 Krankheiten, die bekannt gegeben werden als die maßgeblichen, die dazu führen, dass 86% der Todesfälle und 77% der Krankenlast zustande kommen, und zwar durch 5 Dinger, durch 5 verbreitete Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, psychische Störungen und Burnout und Depressionen werden auch noch genannt. Das ist zunächst einmal so. Und es bleibt ja für die Leute, die davon befallen werden, nicht einfach bei dem physischen Leiden unter dem, was sie da als Krankheit erwischt, sondern damit steht für sie in dieser Welt, in der marktwirtschaftlichen Erwerbswelt, ja auch immer sowas wie der drohende Einkommensverlust vor der Tür. Krankheiten, die für sich gar nicht letal sein müssen, die nicht existenziell bedrohlich sind, die werden darüber existenzbedrohend, dass, wenn es nur lang genug dauert, der Mensch Arbeitsplatz und Einkommen verliert. Insofern versteht man die Sorge der Menschen um ihre Gesundheit und ihren Elan, sich dagegen zu stemmen. Was aber ist eigentlich die Ursache dafür, dass in einer modernen Zivilisation, im Kapitalismus, die Leute so flächendeckend krank werden? Was leistet eigentlich die reichhaltig vorhandene moderne Medizin, die das alles betreut? Und was tut der Sozialstaat,
der ein Gesundheitswesen organisiert. Das sind so meine drei Punkte, über die ich im Folgenden ein paar Argumente anbieten will. Wenn ich nicht verstanden werde oder zum Widerspruch reize, könnt ihr mich gern unterbrechen, dann kommen wir ins Gespräch. Ansonsten bleibt auch nach dem vorgetragenen Raum für die Diskussion. Zunächst also zu den Krankheitsursachen im Kapitalismus. Um die Sache nicht zu eng aufzufassen, wenn ich von Krankheitsursachen im Kapitalismus oder vom Kapitalismus als Krankheitsursache rede, dann ist der Bogen weiter gespannt als von einem Fließband bis zum Fabriktor. Dass da erkrankt wird, dass gelitten und gestorben wird an den Zivilisationskrankheiten, das ist durchaus nicht aufs Proletariat beschränkt, auf die Menschen, die in der Fabrik hart zulangen müssen. Gelitten und gestorben wird in allen Berufen, in allen Schichten und Lebenssphären. Das trifft genauso Lehrer, Professoren, bessere Angestellte, sogar Manager, sodass die Gesellschaft von solchen Krankheitsursachen erreicht wird. Zunächst ein Blick auf die Welt der Arbeit, aus der ja wirklich das Gros der Krankheiten stammt. Man muss kein Marxist sein, wenn man das ausspricht, dass die Welt der Arbeit die Leute fertig macht. Das muss man auch nicht beweisen. Das ist ein Faktum, das die medizinische Wissenschaft selber präsentiert, wenn sie ihre Krankheitsbilder unterbreitet. Die wissen die Schwere der Arbeit, wo richtig zugelangt werden muss, wo schwer gehoben wird, wie in der Bauindustrie. Da sind Skeletterkrankungen und Arthrose die Folge. Und wo moderne technische Gerätschaften die schwere Last eliminieren, da kann sich dasselbe Ergebnis auf anderem Weg einstellen. Zum Beispiel bei der Bildschirmarbeit in modernen Büros. Da sind Wirbelsäulenschäden auch an der Tagesordnung, einfach durch die Vereinseitigung und durch die Dauer der Tätigkeit. Und das alles, was die Leute in ihren Berufen verrichten, unter Vorgaben, unter einem Zeitdruck steht, Arbeitshetze herrscht, weiß jeder. Und die Medizin berichtet, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben da einen wesentlichen Grund. Und wenn die Menschen dann auch noch Hitze, Staub oder Lärm oder Gifte aller Art schlucken, weil sie als Lackierer bei Opel oder als Stahlarbeiter in einem Stahlunternehmen unterwegs sind, dann weiß man auch, welche Arten von Krankheiten darauf zurückgehen. Wahrscheinlich ist es ganz simpel, darüber sofort Einverständnis zu erzielen, dass in dieser Welt der Arbeit Gesundheit verschlissen wird und die Leute krank gemacht werden. Die Uneinigkeit beginnt bei der Frage nach dem Grund. Warum ist es eigentlich so? Eine Antwort, die man präsentiert bekommt, heißt, das liegt am technischen Fortschritt. Die Leute werden durch moderne Gerätschaften eben in Bewegungsarmut versetzt. Die sitzen eben dann 8 oder 10 Stunden vor einem PC-Bildschirm. Das ist ein Angebot von Erklärung. Aber der PC-Bildschirm, der zwingt niemanden, 8 Stunden davor zu sitzen. Das ist ein Mittel des Produzierens. Das schreibt für sich überhaupt nicht den Zweck und die Art und Weise vor, wie produziert wird. Das muss schon aus der Art der Arbeit selber herrühren, nicht aus dem Mittel. Eine andere Erwägung sagt, das ist nun mal der Preis der Leistungsgesellschaft, dass die Leute fertig gemacht werden. So ist eben das Arbeiten. Wäre es eine rationelle Produktion, in der das Arbeiten, das Leistung erbringen, dafür gemacht wäre, dass die Arbeit verrichten, hinterher die Produkte ihrer Arbeit genießen, wäre also die Wohlfahrt der Arbeitenden das Ziel der Tätigkeit, dann wäre es in der Tat
paradox. Wenn diese Tätigkeit auf eine Weise vonstatten geht, wo die Menschen die physischen Grundlagen dafür einbüßen, hinterher das Ergebnis der Arbeit genießen zu können. Sowas folgt nicht aus Arbeit schlechthin. Aus Lohnarbeit folgt der Angriff auf die Gesundheit, aber sehr wohl, und zwar notwendig. Schon die elementarste erste Bestimmung, die jeder kennt: Betriebe schießen ihr Vermögen vor, damit sie Waren produzieren lassen können, die gewinnbringend verkauft werden. Die lassen für einen Gewinn arbeiten. Und vor diesem Betriebsziel versteht es sich, dass der Lohn der Leute möglichst knapp, die Leistung möglichst groß ausfällt. Dass also sowas wie ein großes Pensum pro Stunde verlangt wird. Dass von diesen so angefühlten Stunden möglichst viele abverlangt werden, wenn der Markt das hergibt. Das versteht sich vom Standpunkt dieses Zwecks. Gewinn. Dass in modernen Unternehmen rationalisiert wird, also auch manche Erschwernis oder Härte des Arbeitens erübrigt wird, das macht das Arbeiten in solchen Betrieben um nichts vernünftiger und leichter, obwohl ja im Begriff Rationalisierung sowas wie Ratio versprochen wird. Wenn da in neue Maschinen investiert wird, das ist eine Rationalisierung, dann ist das Ziel des Unternehmens, auch das weiß hier jeder, aus einer Arbeitsstunde mehr Stücke zu ziehen, um bei geminderten Kosten mehr Gewinn einzufahren. Was die Arbeit erleichtern könnte, dass eben dank neuer Gerätschaften Handgriffe flotter, leichter von der Hand gehen. Das macht die Lohnarbeit schwerer. Was nämlich leichter und flotter von der Hand geht, das muss jetzt um dessen Willen öfter getan werden. Und oft genug länger. Die Arbeit ist durch die Technik in mancher Hinsicht erleichtert. Aber die Leute, die haben zu gewärtigen, dass sie Überstunden und Schichtarbeit fahren müssen, weil der Unternehmer, der so investiert hat, seine Anlagen amortisiert haben will. Das darin festliegende Kapital soll möglichst schnell zurückfließen und deswegen werden in Schichtarbeit Waren produziert, um den Rückfluss des Geldes zu beschleunigen. Sowas wird gemacht. Das ist das tägliche Brot derer, die in einem kapitalistischen Unternehmen arbeiten. Und dass so altertümliche Begriffe wie Hitze, Staub, Lärm, Gift in der modernen Fabrikarbeit ihre Rolle spielen, das rührt aus einer schlichten bilanztechnischen Haltung dazu. Die Vermeidung von all dem ist in einem Betrieb ein Kostenfaktor, der den Gewinn schmälert und entsprechend kleinlich bewirtschaftet wird. Und nichts von dem, was ich jetzt angedeutet habe, fällt in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Arbeitswelt unter sowas wie verbotene Körperverletzung. Das wird alles durch Gewerkschaft und Staat betreut. Humanisierung der Arbeitswelt, das war mal ein großartiges Schlagwort. Die Ergonomie in der Arbeitswissenschaft hat da bis heute ihr Tätigkeitsfeld. Was haben sie gemacht? Sie haben Hightech-Stühle erfunden, auf denen man dann 10 Stunden vor so einem Bildschirm sitzen kann. Ja, warum? Die merken, dass das Aushalten der Anforderung so einfach und auf sich gestellt gar nicht zu haben ist. Aber da wird nicht das Arbeitspensum dem Menschen angepasst, sondern der Mensch wird dem Pensum angepasst durch Hilfsmittel, durch technische Hilfsmittel, die eine Dauerbelastung aushaltbar machen sollen, die auf sich gestellt nicht aushaltbar ist. Tarifverträge kennen so merkwürdige Positionen wie Nacht-, Staub-, Lärmzulagen. Da ist Gesundheitsverbrauch als Tauschgeschäft organisiert. Man kann für ein paar Cent einem Arbeiter ein Stück Gehör oder
Lunge abkaufen. Das ist die Welt nicht der Arbeit, sondern der Lohnarbeit. Und die firmiert in unserem Büchlein deswegen als Krankheitsursache ersten Typs. Dass das, was das Kapital so an Rechnungsweisen und Umgangsweisen aufstellt, nicht am Fabriktor Halt macht hinsichtlich seiner Wirkung, das ist jedermann vertraut. Die Rentabilitätsrechnung eines Unternehmens, die kennt die Umwelt als kostenlose Müllkippe. Es spart einfach Entsorgungskosten, wenn Kernkraftwerke ungefiltert Cäsium in die Umwelt abgeben, der Feinstaub von modernen Kraftwerken in die Umwelt geht oder die Agrarindustrie das Grundwasser mit Nitrat verseucht. Und Glyphosat und Roundup werden auf die Äcker aufgebracht, damit der Hektarertrag steigt, sodass man merkt, man muss kein Fabrikarbeiter sein, um allgemeinen Lebensbedingungen unterworfen zu sein, die maßgeblich durch diese Art des Wirtschaftens kapitalistischer Betriebe definiert ist und jedermann ein Stück von diesem Dreck zu seinem Lebensmittel macht. Krankheitsursache Rentabilität. Das waren jetzt zwei Hinweise darauf, was die Leute durch die kapitalistische Produktionsweise erleiden, was ihnen da angetan wird. Das ist auch das eine und Wichtige. Aber das ist nur die eine Halbzeit. Die andere Halbzeit, die liegt darin, dass die Leute mit sich sehr viel anstellen, um sich in dieser Welt der Konkurrenz zu bewähren. Die tun auch sich etwas an, um in einer Erwerbswelt den Arbeitsplatz zu sichern, so gut es geht, ein Einkommen zu behalten. Die modernen Krankheitsbilder, die dahin gehören, Konkurrenz, Krankheitsursache Konkurrenz, nenne ich das dritte Stichwort. Die heißen Burnout oder Depression. Wie kommt es dazu? Nicht nur Lohnarbeiter, auch Lehrer, ja sogar Manager sind von solchen Krankheiten betroffen. Ja, in einer Hinsicht, so sehr sich auch diese Berufe nach dem Einkommen unterscheiden mögen. In einer Hinsicht gleichen sie sich dann doch. Da wird konkurriert um einen beruflichen Aufstieg oder es wird konkurriert, um sich gegen einen beruflichen Abstieg zur Wehr zu setzen, der da droht. Und immer sieht sich der Betroffene, der da um Arbeitsplatz und Einkommen fürchtet oder ringt, einem Vergleich mit anderen ausgesetzt, mit anderen aus der Belegschaft, mit anderen aus derselben Führungsetage. Die Leute unterliegen also einem Vergleich, den der Betrieb mit ihnen anstellt. Wen behält man, wen stuft man herauf, wen stuft man herab, wen wirft man raus? Aber sie wollen in einem Vergleich, den sie gar nicht machen, sondern dem sie unterliegen, die Weichen so stellen, dass sie den für sich entscheiden. Die wollen als eigentlich ohnmächtige Objekte in einem Vergleich diesen Vergleich für sich entscheiden. Und das Mittel, zu dem sie da bevorzugt greifen, das heißt, sie demonstrieren Einsatzwille, Tüchtigkeit bis zum Letzten, immer verfügbar, möglichst zu jeder Tages- und Nachtzeit, sodass irgendwann der Mensch fix und fertig ist und der Arzt ihm bescheinigt, jetzt hat er sowas wie ein vegetatives Erschöpfungssyndrom. Das ist das Produkt dieses Einsatzes in der Konkurrenz. Damit hat die Sache nicht ihr Bewenden. Moderne Arbeitnehmer, die sind geistig noch ganz anders aufgestellt, als dass sie der Belegschaft oder dem Chef
Eindruck machen wollen mit ihrer besonderen Qualifikation, die noch irgendwie zu den Betriebsnotwendigkeiten in einem Verhältnis steht. Moderne Arbeitnehmer, die sind in so einer Konkurrenz mit moralischen Gesichtspunkten unterwegs, bei denen man sich schwer tut, den Bezug zu betrieblichen Anforderungen überhaupt noch aufzufinden. Es ist schwer, heutzutage einen Arbeiter zu finden, der etwa sagen würde zu seinem Unternehmenschef, den Arbeitsplatz da, der die ganze Person fordert, aber nicht mal ernährt, den könnt ihr selbst behalten. Es gibt, jedenfalls mir nicht bekannt, bessere Angestellte, die ihrem Direktor sagen würden, warum soll ich mein Leben für ein Betriebseigentum verschleißen, das mir gar nicht gehört und mich aber trotzdem auffrisst? Viel öfter, viel eher trifft man auf Leute, die sagen, ich gehe in meiner Arbeit auf. Für mich ist die Arbeit Selbstverwirklichung. Das ist so, als wollten die Leute sagen, wenn die Arbeit schon als Mittel nichts taugt, dann vielleicht als Zweck. Und dieser Gedanke, die Arbeit als Selbstverwirklichung ernst und anzunehmen, der leistet auch was. Das ist sowas wie die ideelle Umkehr der Hierarchie, die wirklich vorliegt. In Wirklichkeit ist der Betrieb die Institution, die den Menschen ausnutzt. Wer sich auf den Standpunkt stellt, ich nehme das als Material meiner Selbstverwirklichung, der meint immerhin mindestens auch, dass er den Betrieb ausnutzt, eben als Material seiner Selbstverwirklichung, die ihm Sinn gibt, sodass ihm sein Leben sinnvoll erscheint. So denken Leute, nicht nur so, aber auch so, ohne dass sie ihre Konkurrenz um Geld und Stelle aufgeben würden. Aber mit so einem Bewusstsein kann man die auch gut betreiben. Wer in seiner Arbeit aufgeht, mit dem glücklichen Bewusstsein durch die Belegschaft stolziert, er hat im Betrieb seine Heimat. Da hat er seinen Sinn gefunden. Naja, der präsentiert sich als unverzichtbares Mitglied einer Betriebsfamilie und ist sein Geld wert. Und es ist eine ganz leichte Übung, genau die Tugenden, die man sich selbst hoch anrechnet, allen anderen um sich herum, heimlich oder unheimlich, abzusprechen. Die anderen, das sind geldgeile Egomanen, das sind Misanthropen, das sind keine Teamplayer, die passen auch nicht ins Team. Das ist ein Versatzstück von Mobbing, die Gehässigkeit gegen seinesgleichen raushängen zu lassen, bis man deren Seelenhaushalt zermürbt hat. So wird verfahren, so wird sich angestrengt, um sich an solchen moralischen Kriterien voreinander und gegeneinander auszuzeichnen und völlig übersehen, dass noch abgesehen von der schäbigen Gehässigkeit, die nie gegen die Konkurrenz, aber immer gegen Konkurrenten geht, dass noch abgesehen von dieser Gehässigkeit das Kalkül, mit dem das betrieben wird, nicht aufgeht. Die Anstrengung taugt einfach praktisch nichts und erreicht das Ziel nie, weil sie Bedingung und Grund verwechselt. Wenn ein Betrieb schon vor der Frage steht, die Belegschaft abzuspecken und zu entlassen, dann ist eben der Grund für die Entlassung, der Grund für die Durchsortierung der Belegschaft eine betriebliche Rechnung. Und bei dieser Rechnung, die vielleicht ein Drittel oder die Hälfte der Belegschaft feuern will, da mag es ein Gesichtspunkt sein. Wen trifft es zuerst? Da mag es ein Gesichtspunkt sein. Wer hat was an Qualifikation, an Haltung, an Einsatzwille vorzuweisen? Das ist eine Bedingung dafür, wen es trifft. Aber das ist kein Kriterium dafür, dass es einen nicht trifft. Eine Kalkulation, die zum Standortwechsel führt. Nokia geht von Bochum nach Rumänien. Und schon wird eine komplette Belegschaft ausgewechselt. Tüchtigkeit hin oder her. Haltung hin oder her. Eine betriebliche Rechnung macht einfach die Einkommensquelle einer kompletten Belegschaft kaputt. Wer aber sich so geistig eingehaust hat in diese Konkurrenz,
dass er den Betrieb wie eine Heimat, die Arbeit als Selbstverwirklichung, als Quelle von Sinn auffasst, kultiviert, wertschätzt. Der ist auch so aufgestellt geistig, der ist auch so gestimmt, dass er mit einer Entlassung viel mehr verliert als bloß sein Einkommen. Für jemanden, der seinen Lebenssinn verknüpft hat mit seiner betrieblichen Heimat, ist das Leben sinnlos, wenn er rausfliegt. Darüber zu verzagen, das ist der Inhalt derer, die unter dem Stichwort Depression zusammengefasst werden. Um den Bogen abzuschließen zu den Krankheitsursachen im Kapitalismus, ein letzter Blick auf die Sphäre Freizeit. Die ist, um das Banalste zu sagen, die ist nicht das, für das sie in der Regel genommen wird, nämlich sowas wie das Reich der Freiheit jenseits der Konkurrenz, wo endlich einmal der Mensch zu sich und seinen Bedürfnissen und Interessen kommt. Die ist wesentlich auch diese Sphäre der Freizeit durch den Beruf bestimmt, in dem der Mensch unterwegs ist. Maßgeblich durch die Faktoren Zeit und Geld. Die Zeit, jeder weiß es, vor dem Genuss stehen Notwendigkeiten, die zu erledigen sind, Ernährung, Haushalt. Dann kommt erst einmal eine Phase der notwendigen Erholung. Und schon die passt selten ins Zeitfenster der arbeitenden Bevölkerung. Wenn Leute untereinander am Biertisch oder sonst wo quatschen und sich versichern, am Wochenende wollen sie mal richtig ausschlafen, naja, dann geben sie eben zu, dass der Normalbetrieb diese normale Erholung, die sie bräuchten, eigentlich nicht zulässt. Wer sich in der Familie versichert, im Urlaub ist mal wirklich Erholung fällig, naja, der gibt damit auch zu Protokoll, dass Überbeanspruchung die Norm für ihn ist im Dauerbetrieb seines Berufslebens. Und sowas macht die Leute fertig. Es vorenthält ihnen die notwendige Erholung. Die andere Seite, das Geld. Was einer heimträgt, auch das weiß jeder, entscheidet maßgeblich über die Qualität der Ernährung. Isst man Fastfood oder gediegen? Und die Wohnlage ist auch dadurch prädestiniert. Die Leute mit dem schmalen Geldbeutel, die wohnen dann eben in den Feinstaubvierteln mit Plattenbauten. So ist das. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, die jeder machen kann. Aber dieser Blick auf die Freizeit, der ist bei den meisten, die ich treffe, verpönt. Eher bin ich auf Leute getroffen, die ganz umgekehrt auf die Freizeit deuten, um alles das, was ich bis hierher gesagt habe über Krankheitsursachen im Kapitalismus, zu dementieren. Die werfen sich auf die Freizeit, um da zu tun, hier haben wir das große Dementi vor uns, dass der Kapitalismus die Leute krank macht. Hier haben wir doch das Anschauungsmaterial vor uns, dass die Menschen sich krank machen, dass sie mit ihren Ausschweifungen Krankheitsursache Nummer eins sind. Wer raucht, verschafft sich den Krebs. Wer Ski fährt, Arthrose. Mal unterstellt, es handelt sich wirklich um frei gewählte Bedürfnisse. Beim Skifahren wie beim Rauchen. Dann läge da zugegebenermaßen der Fall vor, dass ein Stück Gesundheit verbraucht wird für ein eigenes frei gewähltes Interesse. Und wenn das dem Betreffenden die Sache wert ist, dann soll er es tun. Es wäre aber immerhin der Sonderfall in dieser kapitalistischen Welt, dass ihm da nicht wegen eines fremden, aufgenötigten Interesses, dem er nicht auskommt, die Gesundheit verschlissen wird, sondern wegen eines eigenen Interesses. Zum Zweiten sollen die, die auf das hindeuten, nicht so tun, als würden solche privaten Krankheitsgründe
die von mir genannten kapitalistischen Gründe hinfällig machen. Die bestehen ja nach wie vor. Und zum Dritten möchte ich auch mal zu bedenken geben, ob eigentlich das, was man da als die private Ausschweifung, als die Genusssucht zitiert, wirklich diesen Tatbestand erfüllt, dass da Leute einen frei gewählten Genuss haben, sich verschaffen und gesundheitliche Folgen die böse Folge davon sind. In vielen Fällen, die mir als quasi Einwände vorgehalten werden, handelt es sich gar nicht um sowas wie frei gewählte Genüsse. Also wenn zum Beispiel gedeutet wird auf die Figuren, die man Couch-Potatoes nennt, die mit ihrem Big Mac einen Frustfraß vor der Glotze reinziehen, Alkohol noch dazu genießen, ja, diese Leute, die werden schon durch die Art der Titulierung als welche vorgestellt, bei denen dieser frei gewählte Genuss gar nicht das treibende Movens ist. Frustfraß, das muss man mal wörtlich nehmen, gibt eigentlich zu, dass da jemand eine körperliche Befriedigung betreibt, Fraß, um eine Niederlage geistig wegzustecken. Das ist nicht einfach Genuss, sondern das ist Mittel, um Niederlagen aushaltbar zu machen. Der Alkohol, der durch alle Stände hinweg gebrandmarkt werden kann, der ist, ich sage das jetzt mal so unbefangen, ein Genussmittel. Ein Genussmittel mit Wirkungen. Die Wirkungen kennt jeder, das hat eine gewisse vernebelnde Funktion in Bezug auf das Bewusstsein, in Bezug auf die Flexibilität bei der Gedankenfindung und Formulierung. Und wenn man davon einiges Intus hat, dann werden die Diskussionen immer heftiger, aber unergiebiger. Und das ist das störende, für mich störende Moment an diesem Alkohol. Aber es gibt natürlich die Stellung dazu, die Wirkung, die das Genussmittel hat, selbst zum Zweck zu machen. Also auf die vernebelnde Wirkung des Alkohols zu setzen. Ja, die Leute saufen sich dann einen an. Und warum tun sie das? Weil die Vernebelung des Bewusstseins ein Hilfsmittel für sie ist, eine Lage geistig aushaltbar zu machen, die sie schwer aushaltbar finden ohne. Das ist Wilhelm Busch. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. So verfahren die. Und man kann natürlich über diese Praxis sagen, naja, das erfüllt sicher nicht den Tatbestand, dass sich da Leute um die Pflege ihrer Physis verdient machen. Was sie doch eigentlich sollten, um sich fit zu halten für den Konkurrenzbetrieb, der sie fertig macht. Ja, das ist es sicher nicht, die Pflege ihrer Physis. Aber die Pflege ihres Willens, um diesen Konkurrenzbetrieb durchzuhalten, die liegt da allemal vor. Und insofern ist es ein Beleg dafür, dass da nicht einfach einem Genuss gefrönt wird, der gewisse Wirkungen hat, die man ja auch wegstecken kann, sondern dass das eine Kompensationsveranstaltung ist, um Belastungen aushaltbar zu machen. Diese Art des privaten Verhaltens, die ich gar nicht in Abrede stelle, die es natürlich gibt, die ist schließlich, abschließend, überhaupt nicht richtig bestimmt, wenn man dazu sagt, würde er das unterlassen, der private Couch-Potato-Mann, dann hätte er sowas wie den Königsweg zu seiner Gesundheit in der Tasche. Das wäre sowas wie die Garantie von Gesundheit. Das ist völlig abwegig, obwohl so abwegig über eine Minderheit hergezogen wird, die Raucher. In dem Ankündigungsblättchen, da stand so ein böser Hinweis, dass in dem Maße wie die Demonstrationen gegen Kernkraftwerke aufgehört haben, die Kreuzzüge gegen Raucher modern geworden sind. Ja, das stimmt und das halte ich für ein Ärgernis. Nicht, weil ich Raucher bin, ich bin gar keiner, aber wenn ich die Argumente höre, hätte ich wieder Lust, einer zu werden. Ich möchte dazu einladen, mal zwei Sachen am Raucher zu unterscheiden. Es ist was ganz anderes, ob man sagt,
dieser Raucher da belästigt mich, weil ich diesen Rauch nicht mag und abkann. Gut, das ist in Ordnung und dann sollte man sich mit seinem Gegenüber verständigen, wie man damit umgeht. Es findet sich ja vielleicht ein Kompromiss und man geht vor die Tür zum Rauchen oder man raucht in gewissen Zeitabständen nur und lüftet. Das fände ich in Ordnung. Was ganz anderes ist es, den Raucher nicht als Belästigung, sondern als Belastung zu kritisieren, dem man anhängt, auf sein Konto geht, das Versauen der Umwelt, das Beschädigen der Beitragszahler, die ja mit erhöhten Beiträgen dafür gerade stehen müssen, dass der sich da auf private Rechnung einen Lungenkrebs einfängt. Wahrscheinlich haben die nicht mal richtig gerechnet, weil diese Raucher mit ihrem Lungenkrebs, die treten mit ihren Raucherbeinen bestimmt viel früher ab. Aber das steht für das Ärgernis, dass der Raucher für eine globale Gesundheitsschädigung bezichtigt wird, die maßgeblich vom Kapital ausgeht. Und was gegen das Kapital nie in Frage käme, das wird gegen Raucher gemacht. Da werden Leute militant. Und das ist nicht in Ordnung. Mal ein kleines Fazit jetzt zu diesem ersten Punkt. Es war die Rede von der Lohnarbeit als Krankheitsursache, von der Rentabilität als Krankheitsursache, von der Konkurrenz als Krankheitsursache und von der Freizeit. Das ist nicht nur so eine Enumeration gewesen, sondern sollte ein Fingerzeig sein, dass im Kapitalismus die Beschädigung der Gesundheit, der Verschleiß der Gesundheit etwas anderes ist, weit mehr umfasst als die unmittelbare Beeinträchtigung innerhalb der Fabrikmauern. Da ist eine ganze Lebensform in der Klassengesellschaft durch das Kapital und die Konkurrenz bestimmt und für die Gesundheit ruinös. Gut. Von der Einsicht, ist mir auch schon mal entgegengehalten worden, wird natürlich kein Kranker gesund. Da muss man zum Arzt gehen. Jetzt habe ich mir diesen Übergang ergaunert. Jetzt gehen wir also zum Arzt. Der Arzt ist ein Geschäftsmann, der sein Geschäft damit betreibt, dass er andere Leute heilt. Der ist in der Regel jedenfalls Absolvent einer veritablen Wissenschaft. Alles, was er behalten hat, wendet er an. Und dass ihm die Kundschaft nicht ausgeht, dafür kann der Arzt nichts, das schwemmt ihm quasi diese kapitalistische Gesellschaft in die Praxis. Das beschädigte Patientengut. Und das nimmt der entgegen, das beschädigte Inventar dieser Gesellschaft, um heilend tätig zu werden. Das ist auch sein Berufsethos. Das Berufsethos des Mediziners sagt, dem Menschen helfen. Das ist der Hippokratische Eid, den sich ja auch viele rahmen lassen und in ihre Praxis hängen. Und der auch den Patienten ergreift. Dieser Hippokratische Eid steht für die Güte dieses Berufsstands, dem Menschen helfen. Was dabei übersehen wird, ist, dass auch eine Härte in diesem Standpunkt steckt. Ganz dem Menschen ist der Arzt verpflichtet. Ja, das hat erst einmal diese Seite, dass der Arzt mit seiner Heilkunst vom Stand der Betroffenen, die da vorstellig werden mit ihren Gebrechen, von der beruflichen Funktion der Betreffenden absieht. Die werden alle nach den gültigen Standards behandelt, soweit sie der Arzt beherrscht, und auch Hilfsarbeitern wird der Blinddarm nicht mit Messer und Gabel entfernt. Die werden da gleich behandelt. Der Arzt sieht auch davon ab, woher einer sein Gebrechen hat, also ob es eine Berufskrankheit ist, mit der er anrückt, oder ein Sportunfall. Diese Unterscheidung, die hat Konsequenzen für die versicherungstechnischen Fragen, aber für die Heilkunst selber nicht. Beides wird therapiert.
In dieser Art, sich dem Menschen zu widmen, steckt allerdings auch eine Härte, nämlich die, der Arzt stellt sich damit auf den Standpunkt, die gesellschaftlichen Ursachen der Krankheit, die fallen da in seine Zuständigkeit, wo sie sich als Defekt am Organismus niedergeschlagen haben. Der Arzt steht felsenfest auf dem Standpunkt der Zuständigkeit für die Wirkungen und genauso felsenfest auf dem Standpunkt der Unzuständigkeit für die gesellschaftlichen Ursachen dieser Krankheiten, die er kennt, von denen er weiß und von denen er ausgeht. Er selber nennt sie Zivilisationskrankheiten. Von denen geht er aus und von ihrem Fortbestehen weiß er. Dieser Standpunkt führt zum Beispiel in dieser ärztlichen Heilkunst zu einem Ideal der Resistenz. Die wissen diese Leute, sie selber sitzen ja in den entsprechenden Gremien, die da beratend tätig werden für die Politik, dass in der EU-Liste der kanzerogenen Stoffe ungefähr 5.000 oder 10.000 Stoffe gelistet sind, die zugelassen sind und von denen gesagt wird, die sind krebserregend. Glyphosat ist ein Stoff, der neulich in die Schlagzeilen kam. Das wird gewusst, das ist bekannt. Das ist für jeden Arzt ein Ärgernis, aber eine Gegebenheit. Und er stellt sich daneben und fängt an, neben den kanzerogenen Stoffen, die da in Umlauf sind, nach einer Impfung gegen Krebs zu forschen. Das Ideal wäre, bei Fortbestehen der krankmachenden Ursachen den Organismus so zu wappnen, dass er nicht umgehauen wird. Das ist es, was wir in diesem Büchlein die berufsbedingte Bornierung des Arztes genannt haben. Dass er auf dem Standpunkt steht, die gewussten äußeren Krankheitsursachen, die bleiben in Kraft und das Heilen der Wirkungen, mit denen er zu tun bekommt, setzt die Leute, die er da in der Mache hat, eben diesen Verhältnissen wieder aus. Dieser Standpunkt, der hat seine Folgen, die der Arzt auch zu spüren bekommt. Zuallererst die, dass ein Gros so einer Klientel früher oder später als Dauerpatient auffällig wird. Die kommen immer und immer wieder mit denselben Leiden oder mit Leiden, die sich im Laufe der Zeit gesteigert haben, am Ende gar nicht mehr reparabel sind. Dauerpatienten. Und an der Art und Weise, wie der Arzt mit denen umgeht, da merkt man, dass der vom Widerspruch seines Standpunkts selber Kenntnis hat. Wenn er mit solchen Leuten zu tun hat, mit solchen Dauerpatienten, dann belässt er das nicht mehr dabei, dass er Rezepte ausstellt, sondern der führt mit denen Gespräche und verabreicht bohrende Ratschläge. Der wird ihnen dann zum Beispiel sagen, sie müssen mehr für ihre Gesundheit tun und kürzer treten. Als wäre sowas wie das Arbeitspensum für einen Menschen, der sich im Betrieb behaupten muss, wählbar. Der wird einem, der mit seinen Bronchialleiden anrückt, erzählen, sie brauchen unbedingt eine Luftveränderung. Als wäre der Umzug nicht abhängig von Arbeitsmarkt und Geldeinkommen. Was man an den Ratschlägen merkt, ist, der Arzt hat ziemlich genau die gesellschaftlichen Umstände im Blick, die ich selber die kapitalistischen Krankheitsursachen genannt habe. Der hat die gesellschaftlichen Ursachen im Visier, aber als Gegebenheiten, als Umstände, mit denen man besser umgehen müsste, aber nicht kann. Selbst das räumt er noch ein. Man müsste besser mit ihnen umgehen, obwohl man das gar nicht im Kreuz hat, weil die den Charakter von Sachzwängen haben, für den, der da als Patient vorstellig wird, sodass der sich eigentlich nur dem anbequemen kann. Und weil das so ist, werden sich in dem Punkt sogar Arzt und Patient einig, sodass der Schwerpunkt aller Tipps, die er verabreicht, bei der Privatsphäre landen. Der Satz, Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, der erfährt jetzt einen Bedeutungswandel durch die Verschiebung der Betonung. Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, sagt er ihm und meint das volle Programm.
Bewegung, Ernährung, Alkohol, Rauchverbot. So als wollten sie sagen, wenn man schon dem Dreck von Braunkohlekraftwerken nicht entgehen kann, dann muss man wenigstens mit dem Rauchen aufhören. Also werden Tipps zur gesunden Lebensführung verabreicht und beherzigt, die jetzt immerhin von höchster Autorität dargeboten, großgeschrieben werden, die sich dann hinterher an den Bahnhofskiosken als die bunte Vielfalt der Illustrierten finden. Die gesunde Lebensführung. Was taugt die eigentlich? Um das Wenigste zu sagen, der Versuch, durch seine private Lebensführung krankmachenden Ursachen entgegenzutreten, auf irgendeine Weise gegenzusteuern, setzt ja diese äußeren Einwirkungen nicht außer Kraft. Die sollen ja eben besser weggesteckt werden. Woran man merkt, die Sache mit der gesunden Lebensführung ist ein Programm zum Aushalten von Belastungen, nicht zum Abstellen von Belastungen, zum besseren Aushalten. Zum Zweiten, ob die Leistung, die sich die Leute von ihrer gesunden Lebensführung versprechen, im Organismus selber eintreten, das ist eine höchst fragliche Sache. Man kann natürlich mit seinem Schrittzähler für Bewegung sorgen und joggen, aber was Herz und Kreislauf und Lunge dazu sagen, wenn man das im Feinstaub der Großstädte tut, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und der dritte Punkt sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, wenn man sich so einem Projekt verschreibt. Das ist zudem auch noch eine Zumutung für den Willen der Betroffenen, die das machen. Immerhin, das bedeutet ein gutes Stück Verzicht. Gesunde Lebensführung ist auch Verzicht. Es mag ja Leute geben, die sagen, ein Tässchen Malventee kann eine köstliche Angelegenheit sein. Aber für viele ist der Verzicht auf das Glas Rotwein vor dem Kamin ein echter Verzicht. Und wofür wird er gemacht? Man könnte ja nicht mal sagen, dafür, dass ein Mensch seine 7 Sachen beieinander halten will und seine organischen Voraussetzungen pflegt, weil er sich ein großes Projekt vorgenommen hat, weil er noch einmal, ich weiß nicht was, um die Welt radeln will oder auf den Himalaya klettern will oder ein großes wissenschaftliches Werk zu Ende schreiben möchte. Das wären eigene, großgeschnittene Zwecke, für die Leute auf so eine Kalkulation verfallen können. Dafür lebt keiner gesund. Die gesunde Lebensführung betreiben Leute, um sich für fremde Zwecke verschleißbar zu halten. Und weil diese Strategie, gesunde Lebensführung, das einzige Mittel ist, das der Private wirklich in seiner Hand hat, gilt es völlig zu Unrecht, weil das Einzige auch als das Entscheidende. Wenn zum Beispiel man so Jahr ein Jahr aus beobachtet hat, wie der Nachbar immer durch den Park joggt und sich fit hält und dann hört, jetzt ist er doch schon unter der Grasnarbe, der ist ja abgedankt, viel zu früh, dann raunen sich die Leute zu, von dem hätte man das nicht erwartet. Ja, das unterstellt den Gedanken, dass die gesunde Lebensführung hier, die sportliche Betätigung des Privatsubjekts, sowas sei wie der Garant für den Erhalt der Gesundheit. Jedenfalls eine wichtige, wenn nicht die entscheidende Größe. Und umgekehrt funktioniert der Gedanke genauso. Wenn Raucher zu spät abdanken, Helmut Schmidt oder Churchill, dann gibt es den Leuten Rätsel auf. Dann sind die sich sicher, na, solche Figuren hätten doch viel früher abtreten müssen. Dann, das ist ihr Gedanke, der Stoff für Anekdoten wird, die ihr kennt. Ja, dieser Churchill, der steht ja mit so einer dicken, qualmenden Cohiba, so einer Zigarre und seinem Whiskyglas und nebelt sich ein und wird dann von Journalisten gefragt, wie machen Sie das als adipöser Raucher und Säufer, so alt zu werden? Ja. Ihr kennt die Antwort, no sports. Mal ein Fazit der bisherigen Kritik angeboten.
Was wir nicht der Medizin vorzuwerfen haben, ist, dass sie ihr Handwerk nicht versteht, pfuscht, zu teuer ist, sodass wir eine bessere Medizin fordern würden. Die Geldfrage spielt ihre Rolle, aber die habe ich bisher gar nicht zur Sprache gebracht, weil die nachgeordnet ist. Das werfen wir der Medizin nicht vor. Was wir ihr vorwerfen, ist was anderes. Wir wollen sagen, der von mir skizzierte verkehrte Standpunkt, die berufsbedingte Bornierung des Arztes, der passt zu der verkehrten Welt haargenau, der diese Medizin dient. Die Medizin will das Fortbestehen gewusster gesellschaftlicher Krankheitsursachen von ihrer Wirkung auf den Organismus trennen, so gut es geht. Und weil das gar nicht so gut geht, ist selbst das Heilen in der Medizin ein Ideal, das nicht wirklich gelingt, weil früher oder später alles dabei endet, dass es nur noch um das Lindern, das Verzögern von irreparablen Krankheiten geht. Die Medizin hilft tatsächlich dem menschlichen Inventar des Kapitalismus, sich über Belastungsgrenzen hinwegzusetzen, die man besser respektiert hätte. Und sie hilft mit ihren modernen Apparaten und ihren pharmazeutischen Mitteln dazu mit, dass multimorbide Krüppel steinalt werden können. Das ist so. Das ist die unbestreitbare Leistung der Medizin im Kapitalismus. Und der gilt unsere Kritik. Hier mache ich jetzt mal eine Zäsur und spare mir erst einmal den Staat und sein Gesundheitswesen auf. Vielleicht gibt es ja das Bedürfnis zu Kritik oder Ergänzungen, wie auch immer. Vielleicht liegt in dem ersten Punkt, mit dem du beginnst, noch ein Missverständnis vor. Zunächst ist mein Vorwurf an den Arzt nicht, dass er sich um gesellschaftliche Krankheitsursachen nicht kümmert. Er ist es ja umgekehrt gewesen, der mit seinem Bilderbogen über die Zivilisationskrankheiten davon ausgeht, dass es in der Gesellschaft liegende Krankheitsursachen sind, mit deren Wirkungen er es zu tun bekommt. Er selbst kennt den Unterschied und macht ihn zwischen den Viren und Bakterien, die über Leute herfallen, und gesellschaftlichen Krankheitsursachen. Es ist also nicht so, dass er die nicht zur Kenntnis nimmt und nicht kennt. Er geht von ihnen aus und stellt sich dann auf den Standpunkt, dass die Heilkunst, die er an den beschädigten Organismen verrichtet, die Wirkungen kurieren soll bei Fortbestehen der Ursachen. Das ist ein Widerspruch im Standpunkt dieses Heilens. Das ist meine erste Bemerkung zu dieser Überlegung. Die zweite: Du hast
recht, wenn du sagst, so ist doch der Arztberuf in dieser Gesellschaft definiert. Der soll sich doch neben dem ganzen kapitalistischen Getriebe um die Wirkungen kümmern, die das beim menschlichen Inventar anrichtet. Das stimmt. So ist der Beruf definiert. Das hat auch nicht der Arzt erfunden, sondern der Staat, der das Gesundheitswesen organisiert, von dem war noch nicht die Rede. Ja. Aber was will man jetzt damit sagen? So ist der Beruf definiert, das stimmt. Aber will man wirklich sagen, weil es diesen Beruf so gibt, ist er um dessen Willen nicht kritikabel? Es gibt viele Dinge, die einfach als Realität in der Welt dastehen. Es gibt Berufe anderer Natur, es gibt Unternehmer, Anwälte, Soldaten, Henker, Beruf sind die alle. Will man um dessen Willen sagen, weil das existiert, ist die Existenz der Sache dasselbe wie die Immunisierung gegen Kritik? Dass beim Arzt so argumentiert wird, ja, das kann man doch dem nicht vorwerfen, so funktioniert der Arztberuf. Das kommt daher, dass man dem Arztberuf ein dickes Pluspunkt bescheinigt. Der ist ein Heiler. Der kümmert sich um die Wirkung. Und um das nochmal abzugrenzen, wie meine Kritik nicht lauten soll. Unsere Kritik am Standpunkt des Heilens, die liegt nicht auf der quasi praktischen, zwischenmenschlichen Ebene. Ich würde einem, der sich geschnitten hat, nicht das Pflaster verweigern, weil mir das Heilen zuwider ist. Aber der organisierte Standpunkt des Heilers, der in dieser Gesellschaft im Medizinberuf tätig ist, der ist von dem von mir skizzierten Widerspruch gekennzeichnet. In Ansehung der gewussten Krankheitsursachen in dieser Gesellschaft, von diesen Ursachen getrennt, die Therapie der Wirkungen zum eigenen Geschäft zu machen, unter Fortbestand der Ursachen. Das ist ein endloses Geschäft, das seinen Zweck darin hat, das beschädigte Inventar, das aus dieser Gesellschaft ausgespuckt wird und in die Praxen kommt, in eben diese Verhältnisse zurückzuversetzen und sie dafür tauglich zu machen. Der Standpunkt hat einen End- und Höhepunkt bei den Ärzten ohne Grenzen, die jetzt immer wegen Syrien und Aleppo durch die Schlagzeilen geht. Bevor diese Leute sagen, Ärzte ohne Grenzen, die Staaten sollen den Krieg sein lassen, verlangen die lieber, man soll sie im Krieg ihren Job machen lassen. Die kennen den Unterschied zwischen inhumaner und humaner Kriegführung. Die finden eine Kriegführung inhuman, die Korridore für die Versorgung der Verwundeten verweigert. Und wer so argumentiert, kennt umgekehrt auch die humane Kriegführung, wo das Helfen erlaubt ist und ermöglicht wird. Das ist eine Weise, wie man quasi an diesem Höhepunkt den schrillen Kontrast zu fassen kriegt, dass der Fortbestand der Ursache, die die Leute fertig macht, mit dem Kurieren der Wirkungen zusammengeht. Ich habe deinen Einwand so verstanden, dass du sagen wolltest, ist es nicht die Definition des Arztes, egal in welcher Gesellschaft, dass er sich mit den Wirkungen befasst und nicht mit den Ursachen? Ja, so war es gemeint. Ich würde noch hinzufügen, dass dieser Widerspruch, dass er die Ursachen kennt und trotzdem nur die Wirkung bekämpft oder sich nur darum kümmert, egal jetzt in welcher Form, deswegen auch das mit außerhalb dieser Gesellschaft, die wir hier haben, dass der notwendig ist, um überhaupt die Wirkung bekämpfen zu können. Das heißt, um den Menschen überhaupt akut oder längerfristig helfen zu können. Er muss ja wissen, wie und woher es kommt, um zu wissen, wie er damit umgehen soll. Und dann, da wäre die Ursachenbekämpfung, wäre dann höchstens das Forschen nach einer Impfung zur Ausrottung einer Seuche, einer Krankheit oder eben gewisse Maßnahmen, bis dann hin zu einem Stuhl, der den Menschen ermöglicht, länger zu sitzen, wenn er Rückenschmerzen von Sitzen hat.
abgesehen davon, dass der Mensch sitzen muss 10 Stunden. Also dass es dringend notwendig ist, die Ursache zu kennen, um die Wirkung bekämpfen zu können. Aber wenn es denn jetzt darum ginge, dass die Leute möglichst gesund sein sollten, wäre es doch höchst unvernünftig, wenn man die Ursachen kennt, die muss man kennen, sagst du, ist ja auch richtig so, sonst weiß man ja nicht, wie man die Krankheiten gut bekämpft, und sagt, aber die gehen mich jetzt nichts an, weil ich bin ja Arzt. Wer sollte denn diese Definition des Arztes aussprechen, dass er sagt, kümmere dich nur um die Wirkungen und alles andere hat mit dem Arztberuf nichts zu tun? Das ist in dieser Gesellschaft so, aber das ist in dieser Gesellschaft auch nur dort so, wo es sich um Ursachen handelt, die, weil die Gesellschaft davon lebt, gar nicht bekämpft werden sollen. Also nur dort, wo es sich um produktiven Verschleiß handelt. Ist es so, dass wenn es klar ist, die Ursachen werden genommen als Realität, das ist halt mal so, bleiben bestehen und die Wirkungen werden kuriert. Überall dort, wo es sich um unproduktiven Verschleiß handelt, wo es sich um irgendwelche Bakterien handelt, schaut doch der Standpunkt denen gegenüber anders aus. Außer man verwendet Antibiotika in der Schweinezucht. Aber dann fällt es wieder unter den ersten Fall. Produktiver Verschleiß. Bakterienzucht, die dem Wachstum dient. Wenn sich der Widerspruch in dem Ganzen dann nur einzig und allein auf eben zur Borniertheit, dass er sich eben festsetzt, sich nur um die Wirkung zu kümmern, in jeglicher Hinsicht, was dann in gewisser Weise der Forschung doch, also der Forschung bezüglich Impfung etc. doch irgendwie andersweise widersprechen würde. Aber das wahrscheinlich auch nicht, das habe ich wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Jedenfalls, wenn es sich allein auf die Turniertheit bezieht, dann würde ich einen Widerspruch erkennen. Aber in der Sache, dass er nur die Wirkung bekämpft, also dass er die Wirkung bekämpft, obwohl er die Ursache kennt, das allein, finde ich, ist kein Widerspruch. Das Nur ist dann das Entscheidende. Und wenn es nur darum ging, um dieses Nur, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich mache nochmal einen anderen Versuch, mich mit deinem Gedanken auseinanderzusetzen. Du hast das Nur jetzt unterstrichen. Es ist etwas Unvernünftiges, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, äußere krankmachende Ursache in der Gesellschaft und Wirkung am Organismus, einerseits zu unterstellen und ihn andererseits durch den Standpunkt des Heilens für irrelevant zu erklären und Ursache und Wirkung auseinanderzureißen. Dass das überhaupt den Arztberuf kennzeichnet, das kommt auch überhaupt nicht daher, dass sich der vom Standpunkt eines Heilers mit anderen getroffen hätte und gemeint hätte, so wollen wir das tun. Das ist ein Berufsstand, der durch das staatliche Gesundheitswesen so definiert worden ist, dass ein Staat will, dass neben dem kapitalistischen Betrieb, in dem die krankmachenden Ursachen ihre Wirkung tun, dass daneben ein Reparaturbetrieb organisiert wird, der sich ausdrücklich nicht um die krankmachenden Ursachen zu kümmern hat, weil die Zwecke, die das mit sich führen, die in dieser Gesellschaft geachteten, unterstellten sind, sodass die Abteilung, die Wirkungen zu kurieren, das Metier des Gesundheitswesens sein soll. Die Härte, die vom Standpunkt des Staates da vorliegt, ist: der weiß um die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Der weiß, dass es nicht die Natur ist, die die Menschen fertig macht, sondern die Art und Weise, wie das Leben, das er in dieser Gesellschaft vorzeichnet, beschaffen ist und die Leute in ihrer Gesundheit angreift.
neben diesem ganzen Betrieb, in dem alle diese Ursachen in Kraft bleiben, den Reparaturbetrieb Gesundheitswesen zu setzen. Das ist der Beschluss, dass all diese Zwecke, die diese Beschädigungen hervorrufen, anerkannt sind, geachtet sind. Deswegen der Arzt nichts anderes zu tun hat und tun soll, als sich der Reparatur zu widmen. Das macht der Staat, weil er will, dass ein Volk das Leben, das er da vorzeichnet mit seiner gesellschaftlichen Ordnung, auch führen können soll. Wenn sie gesundheitlich verschlissen werden durch die Art, wie das Leben hier organisiert ist, dann sollen sie wieder instand gesetzt werden, in eben diesen Umständen, die ihre Gesundheit angreifen, weiterzuschaffen. Und das macht ein Staat auch nicht ohne Eigennutz, weil die Art und Weise, wie die Leute ihrem Erwerbs- und Gelderwerb nachgehen, für ihn die Einkunftsquelle ist, wo er mit Steuern seinen Staatshaushalt füllt. Der hat im Volk sowas wie eine ökonomische Machtbasis vor sich, sodass der Unterschied daraus hervorgeht, der gerade zum Tragen gekommen ist, der gerade angesprochen worden ist. Von diesem Standpunkt aus will ein Staat, dass unproduktiver Verschleiß an seinem Volk unterbleiben soll. Die Natur als Quelle von Krankheiten, die Viren, die Bakterien, die müssen bekämpft werden. Dafür hat er die Wissenschaft angespornt und finanziert. Das haben sie gemacht. Unproduktiver Verschleiß soll nicht sein. Aber der Produktive für das Wachstum in dieser Welt, der soll sein. An dem und den Zwecken, die da wüten, wird nichts gerüttelt und nichts kritisiert, sondern daneben wird ein Gesundheitswesen zur Betreuung eingerichtet. Und diese Trennung, die der Staat da selbst vornimmt, die existiert im Stand des Mediziners, der ebenso verfährt. Die Ursachen, die ich als gesellschaftliche Krankheitsursachen kenne, sind das eine. Davon trenne ich völlig ab die Wirkungen, denen ich mich als Heiler widme. Was von sich aus, für sich betrachtet, will ich sagen, eine unvernünftige gedankliche Leistung ist, Ursache und Wirkung so auseinanderzureißen, das ist im staatlichen Gesundheitswesen die Prämisse für das ganze Gesundheitswesen. Das soll so sein, weil es um die Anerkennung der Zwecke geht, die die Beschädigung der Gesundheit mit sich führen. Also ich finde das, was du ausgeführt hast, da merkt man doch, es kommt bei dem Argument auf eines an, nämlich nicht Ursache und Wirkung zu trennen, ist doch für sich ein Unsinn. Ich meine, sagen wir das, aber ich schließe hier von deiner Ausführung aus, welchen Ursachen verdankt sich denn das Ding, sich der Arzt so widmet, so umfangreich widmet? Also, das, was du mit dem Stichwort gesellschaftliche Ursachen am Anfang gesagt hast. Ja, wenn das eben nicht ein Bakterium ist und was ich überlege, wenn das Bakterium gibt, aber wie kann man den Körper dagegen resistent machen? Sondern wenn die gesellschaftlichen, also die Krankheiten, die hier in ihrer Mehrzahl die Leute treffen, wenn das gesellschaftliche Ursachen hat, und das heißt immerhin nicht unabwendbare, sondern die sich der Einrichtung der Gesellschaft verdanken, dann ist doch die Abstraktion von den Ursachen sozusagen, die gesellschaftliche Einrichtung zu nehmen, die Natur, die nun mal so ist, und man sich nur fragen kann, was man gegen die Wirkungen dieser so einrichtenden Gesellschaft machen kann. Das ist doch der Fehler. Deswegen meine ich, ist die Schwierigkeit an der Frage, was sollte denn ein Arzt jetzt jenseits von der Gesellschaft mal, was soll denn an einem Arzt das Schlimme sein, wenn der sich den Wirkungen auf den Organismus widmet. Das ist für sich schon, das kürzt das raus, was eigentlich, wie ich das verstanden habe, seine Botschaft war. Nämlich der Vorwurf an die Medizin, bei den gesellschaftlichen Krankheitsursachen von der gesellschaftlichen Natur abzusehen und sich zu fragen, wie man damit zurechtkommt. Also, mein Verständnis von
mal was anderes. Wenn es noch andere Anläufe zu derselben Fragestellung gibt? Nein, nein, nein. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Allgemein, diese Allgemeinheit wegen Betroffenheit, ja, von Krankheiten, also dass wir alle Schichten davon betroffen sind, und also irgendwie alle zusammengenommen, von Professoren bis Manager und also alle Schichten, also da wollte ich sagen, dass es also zu wenig differenzieren ist da für mich, also weil auch natürlich von Umwelt sind fast alle betroffen, also gleichmäßig, also aber sogar da die obere Schichten oder sogar mittlere Schichten verkaufen sich also bessere Bedingungen, indem die außerhalb der Stadt leben, also dass die andere Urlaub machen als Arbeiter und Arbeiterinnen, also dass sie auch nicht so schlechte Arbeitsbedingungen haben. Das ist mehr produzierende Arbeit, die also viel mehr härter ist, immer betroffener ist. Also. Und die führen auf jeden Fall auch, okay, da gibt es auch sehr viel Burnout. Zwei Managers haben wir auch davon gehört, aber die führen jetzt also eine höhere gestellte und also Ruhestand bleiben. Und das muss ich sagen, das ist zu differenzieren, obwohl ich auch gleich natürlich auch in Fabrikarbeit als auch und auch als Kohle bezeichnen. Und da finde ich auch, Büro ist genauso gleich. Also Büroarbeit, also, aber man muss schon auf jeden Fall differenzieren zwischen den Arbeitern und diejenigen, die organisieren diese ganze Aufbau. Ja, in einer Hinsicht habe ich deine Differenzierung ja angesprochen, weil die Krankheitsursachen Lohnarbeit, von denen die Rede waren, wirklich auf die arbeitende Bevölkerung gemünzt sind. Den anderen Punkt, den du ansprichst, den will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Die Rolle des Geldes bei all dem. Also das... Ja, es gibt sowas wie das Gros der arbeitenden Bevölkerung zahlt in die gesetzlichen Krankenkassen ein und Besserverdienende können sich Privatversicherungen leisten und bessere Leistungen dafür empfangen. Das gibt's und das will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber ich wollte zunächst einmal das Augenmerk darauf lenken, dass dieser Art umzugehen mit den gesundheitlichen Beeinträchtigungen erst einmal von einer Unterstellung ausgeht, die für alle Klassen gilt, dass diese Art zu produzieren, dass diese Art zu leben Gesundheitsverschleiß bedeutet, dass Gesundheit ein Verschleißartikel ist. Mit dem Umstand gehen die Leute um. Was der Staat da als Gesundheitswesen organisiert, das ist ja bereits eine staatliche Tat, die es gar nicht mehr einfach den Privaten anheimstellt, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Das hat ja er in die Hand genommen, neben diesem ganzen kapitalistischen Betrieb ein Gesundheitswesen zu etablieren. Das ist sein Geschöpf. Er will, dass der gesundheitliche Verschleiß, der da notwendig zustande kommt, so therapiert und repariert wird, dass wieder verbrauchbare Gesundheit zurückgeführt wird in diese Produktion, in dieses gesellschaftliche Leben. Was jetzt die Finanzierung der Sache angeht, stellt sich heraus, das wirft ein gewisses Problem auf. Der Staat, der das Gesundheitswesen organisiert, präsentiert das, was er da auf die Beine stellt, als Angebot an Private, die sich um ihre Gesundheit kümmern müssen. Sich um die Gesundheit kümmern müssen, dazu muss man keinen Privaten beauftragen. Das macht er aus eigenem Antrieb, weil er auf seine Gesundheit angewiesen ist. Aber das bedeutet nach der anderen Seite, der muss sich
Therapie wie Diagnose kaufen. Und jetzt wird der Punkt berührt, an den du gedacht hast. Beim Kaufen stellt sich eine Verlegenheit heraus. Für das Gros der Menschen in den schlechteren Berufen, für das Gros der Menschen gilt, ihre Zahlungskraft ist überhaupt nicht in der Lage, medizinische Leistungen zu kaufen, zu bezahlen. Lohnarbeit macht nämlich nicht nur krank, sondern auch arm. Und insofern ist die staatliche Art der Finanzierung ein Eingeständnis davon, dass Lohnarbeit eben nicht nur Krankheit, sondern Armut nach sich zieht. Der Staat organisiert jetzt durch Zwangsumlagen Abzüge vom Lohn der arbeitenden Bevölkerung, die in die Krankenkassen eingeschleust werden, damit sowas wie eine kollektive Zahlungsfähigkeit zustande kommt von Individuen, die je auf sich gestellt nicht zahlungsfähig sind. Das ist die Versicherung des Normalmenschen, der in normalen Berufen arbeitet. Und die Freiheit, an die du jetzt gedacht hast, der Besserverdienenden, naja, die hat er eingestanden, zugestanden darin, dass ein Mensch, der, ich glaube, im Moment liegt der Freibetrag irgendwo bei 5.000 Euro Einkommen, dass ein Mensch, der so ein Einkommen verdient, die Freiheit genießt, entweder in die gesetzliche Kasse oder sich freizukaufen und in eine private zu zahlen. Diese Geldrechnung, die ist dem ganzen Betrieb nachgeordnet. Und ich will auch nicht in Abrede stellen, dass die Kritikpunkte, die ich am Anfang mal gestreift habe, in der Welt sind, dass die Sachverhalte stimmen, dass ein Staat dazu aufgelegt ist, die Kassen anzuhalten, bestimmte Leistungen zu streichen. Die sind lange vorbei, die Zeiten, dass ein Rentner sein Brillengestell von der Kasse bezahlt bekommen hat. Viele Medikamente muss man aus eigener Tasche zahlen. Das findet statt. Ja, warum? Weil dieses Gesundheitswesen als Zwangsabgabe Lohneinkünfte der arbeitenden Bevölkerung einsammelt und dass diese Lohnbestandteile aufs Ganze gesehen, versammelt im Topf der Kassen, ja nicht bloß der Selbstbedienungsladen der Ärzteschaft und der Pharmakonzerne sind, sondern nach der anderen Seite hin Belastungen der betrieblichen Bilanzen. Denn der Lohn, von dem das abgezwackt wird, der steht in den Bilanzen der Unternehmungen, die ja diese Sozialbeiträge 50-50, hälftig mittragen, sodass ein Staat die Begrenzung des Kostenanstiegs, auch seine Minderung, deswegen haben will im Gesundheitswesen, weil er die Konkurrenzfähigkeit seiner Industrie pflegen will, sie also von Kosten freihalten will. Das gibt es, ja. Aber das wollte ich mal dem Grundsatzeinwand nachgeordnet haben, dass es das ganze aufwendige Gesundheitswesen deswegen braucht, weil in diesem Laden Gesundheit so ein Verschleißartikel ist. Du hast über deine Erfahrungen schon allgemein gesprochen, was der Punkt ist, wie die sich Arbeiter dort im Betrieb verhalten, wie die zur Arbeit stehen, also wie die Arbeit zur Arbeit da aufsteht. Also deine Erfahrung ist eigentlich so, dass die verinnerlichen alles, also dass die also machen genau Gegenteil, was eigentlich man erwartet, also von so einer Lohnarbeit an sich, also, und das finde ich auch zu pauschal, also, ja, es mag sein, dass in Deutschland, okay, es gibt sehr viel Widerstand, also, von der Seite von Arbeiter und Arbeiterinnen, also, aber, das kann, also, es ist ganz nicht mehr nur auf Deutschland sich beschränken, und auch zweitens, es gibt sehr viel versteckte Widerstand auch, was man überhaupt nicht wir als Einzelne außerhalb unserer Betriebe nicht kennen können. Also, ja. Und da würde ich sagen, es ist erstmal zu pauschal, sowas zu sagen. Und
natürlich im Allgemeinen Arbeiter sind auch, die sind ganz normale, also die haben sozusagen einfache, diese kleinbürgerliche oder bürgerliche Bewusstsein teilweise. Ja. Aber die werden auch nicht an sich aktiv, also die werden erst dann aktiv, wenn es richtig hart wird, also wenn es geht nicht mehr, also weiter. Ja. Wenn es geht nicht mehr, dass man kann nicht mehr ertragen, also diesen Druck, diese Ausbeutung, diese Unterdrückung am Arbeitsplatz. Das ist auch, also in der Welt schon gibt es, also ja, es gibt sehr viele Formen von versteckten Klassenkämpfen, also und Widerständen. Also das wollte ich mir auch mal erwähnen. Ich will bloß noch mal zur ersten Hälfte ganz kurz was sagen, wo du sagst, die Schilderung der Arbeiter und ihres Konkurrenzverhaltens im Betrieb sei zu pauschal gewesen. Ja? Psychische Diagnosen machen inzwischen die zweithäufigsten Krankheitsursachen bei Krankschreibungen aus, nach orthopädischen Geschichten. Irgendwo muss das herkommen. Also so wenig verbreitet kann das nicht sein. Dieses Konkurrenzverhalten, was in die Arbeit als Selbstverwirklichung nimmt und sich wechselseitig und selber das Leben schwer macht und in diesen heutigen Standarddiagnosen wie Depression, Burnout, psychovegetatives Erschöpfungssyndrom und so weiter resultiert. Das sind die zweithäufigsten Krankschreibungen heutzutage. Du hast mich auf eine Weise verstanden oder aufgefasst, die ich gar nicht angepeilt hatte. Ich wollte einen Grund dafür präsentieren, warum das da Sache ist. Warum gibt es sowas, dass Depression zu einer Volkskrankheit geworden ist? Das sind nicht die überspannten Damen von besser verdienenden Managern, sondern die rubrizieren das selber als Volkskrankheit. Dafür wollte ich ein Argument liefern, wie sich das mit dem Bewusstsein von Konkurrenzsubjekten erklärt, die heutzutage unterwegs sind. Du hast es jetzt so aufgefasst, wie wenn ich Pessimismus über den Bewusstseinsstand der arbeitenden Klasse verbreiten wollte. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte den Bewusstseinszustand nur beurteilen und nicht auf Pessimismus machen, aber ich wollte auch nicht auf deinen Optimismus machen. Du hast abgeschlossen mit einer Bemerkung, die solltest du nochmal durchdenken, dass du sagst, und wenn es immer härter wird für die Menschen, dann werden sie wach und gehen auf die Barrikaden. Weißt du, wenn man Leute hart anfasst in der Fabrik oder in der Politik, dann ist es ein Faktum. Aber welches Urteil sich ein Mensch darüber bildet, erst das entscheidet, wie er sich dazu stellt. Das kann man sehr verschieden beurteilen. Man kann zum Beispiel dazu sagen, das kommt alles daher, dass die Manager ihr Geschäft nicht verstehen. Dann ist das die Folge von Missmanagement. Man kann sagen, das kommt alles daher, dass die Politik ihr Geschäft nicht versteht und falsche Rahmenbedingungen setzt wegen der Globalisierung. Dann ist das der Grund für die Misere. Keiner davon würde je da heranreichen, den Gegensatz zu kritisieren, in dem die Leute wirklich stehen zum Kapital, für das sie produzieren, sondern sie verlangen bessere Bedingungen, um auszuhalten, was sie da machen. Also ich möchte dich vor dieser Optimismus-Tour warnen. Es war kein Optimismus, also, sondern natürlich diese Wirkung, diese, wie reagiert, sag ich mal, die Arbeiterklasse auf irgendwelche Klassen, auf irgendwelche konkreten Klassenkampf von oben. Es kann natürlich also eine Ursache sein, dass man dagegen was tut, und genauso kann es sein, ja, dass die das alles wieder mal verinnerlichen und noch mehr lässig darunter machen. Also da ist kein Optimismus. Also ich wollte nicht sagen, aber ich wollte nur sagen, dass es nicht so zufällig pauschalisiert. Ja, das geht nicht darum, dass es gibt überhaupt nicht. Und da muss man auch von anderer Seite betrachten, ja,
wie kann sowas entstehen überhaupt? Also wie kann, ja, über die, es ist so ganz, ganz tiefer Verhältnis, also Prozesse, was da laufen, wie kann richtig die große Massen in Bewegung bringen, also gegen die Lohnarbeit, sage ich mal. Also, ja, das ist, ja, das hängt sehr viel, aber das ist keine, man ansieht ja so eine Aufklärungsgeschichte, also, ja, das ist, hängt sehr viel in Belegschaft, wie die Menschen da drin sind, wie die drauf sind, konkrete Kräfteverhältnisse, also zwischen Arbeitern, wie viele Aktive, ja, und also auch revolutionär arbeiten sind, dabei sind, ja, und wie die dagegen steuern, ja, gegen den Klassenkampf von oben. Gegen den Klassenkampf von oben, das hätte ich jetzt an der Stelle mal davon nicht mehr näher erklärt. Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, wenn irgendwelche Maßnahmen kommen, Radikalisierungsmaßnahmen, das ist die Arbeit wird härter. Also, dann, dass der Manager wollen, dass noch mehr in kürzester Zeit mehr wird produziert. Und es hängt konkret in einem in einem Betrieb, in einer Belegschaft konkrete Verhältnisse auch. Also ja, wie man dagegen, man kann das alles verinnerlichen, aber das kann auch mal also Aufstand führen. Also das ist nicht so pauschal zu beurteilen. Damals, ich glaube, das alles das Schräge an der Überlegung ist das, dass du, da hast du ja vielleicht in dem Publikum auch ein leichtes Spiel, dass du dir die Lage der arbeitenden Bevölkerung so denkst, wie die wollen ihren Lebensunterhalt verdienen, die Kapitalisten wollen es ihnen schwer machen, wegnehmen, alles immer verschlechtern. Und jetzt bist du dabei, die natürliche Reaktion wäre die Gegenwehr, eigentlich die Revolution. Und jetzt ist man bei der Frage, warum fällt sie aus? Und dann bist du bei, man kann es verinnerlichen, dann fließt das runter und dann ist es schlecht. Und den Redner hast du aufgefasst, wie der sagt, alle würden immer verinnerlichen. Und du willst eins dagegen setzen, nein, so ausgemacht ist es nicht, dass alle immer verinnerlichen. Aber das ist eine ganze Überlegung. Wie geht es sozusagen von der Selbstverständlichkeit der Revolution, dass das die angemessene Antwort wäre, von der gehst du aus. Und darin siehst du die Welt echt verkehrt. Der hat eigentlich gar nicht gesagt, die Leute schlugen es runter, sondern erstmal war die Rede davon, diese Gesellschaft stellt die Menschen in Verhältnis, wo es darum geht, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie macht ihnen ein Angebot. Mach dich attraktiver für den Arbeitgeber, dann kannst du auch mehr Geld verdienen. Dieses Angebot ist erstmal objektiv. Sie stehen objektiv in Konkurrenz um die Arbeitsplätze. Das ist der Erfolg und nicht quasi ein Klassenverrat von denen. Das ist erstmal die Lage. Sie stehen wirklich in Konkurrenz um Arbeitsplätze untereinander. Also ist es erstmal wirklich ein Mittel von ihnen, sich durch Weiterbildung im Unternehmen zu empfehlen, als ich ein gutes Angebot für dich und so weiter und so weiter. Das alles ist erstmal die Sache und die zwingt die Menschen in die Konkurrenz, die nicht von ihnen Unsolidarität im Ausgangspunkt ist, sondern die ist im Ausgangspunkt ist sie die Sachlage. Dann gibt es das, dass jeder Mensch bemüht ist, was für sich daraus zu machen. Und das führt so weit, dass sie vor dem Arbeitgeber oder vor dem Vorgesetzten den Nachbarn schlecht machen, weil sie vorankommen wollen. Naja, irgendwo gibt es den Übergang, das müsste vielleicht auch nicht sein. Aber eine ganze Menge von dem muss erstmal sein, ehe ich daran denke, da machen sie was ganz verkehrt. Man müsste dann schon seine eigene Einkommensquelle kritisieren
man müsste kapieren, dass man mit Arbeit auf dem falschen Dampfer ist, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Sogar eine Gewerkschaft zu gründen und in der Gewerkschaft einzutreten, verlangt ein Stück Kritik der eigenen Einkommensquelle. Nämlich, wenn man sich immer bloß anbietet und immer zur Leistung bereit ist, wäre man am Schluss schlecht. So viel Kritik der eigenen Einkommensquelle ist sogar für eine Gewerkschaft nötig. Und die Gewerkschaft zielt überhaupt nicht darauf, die Konkurrenz der Arbeiter zu beseitigen, sondern sie unterbricht die Konkurrenz, um sie auf besserer Ebene wieder fortzusetzen. Also das finde ich erstmal ganz wichtig. Man soll die Welt nicht so anschauen, weil man selber davon zur Überzeugung gekommen ist, Revolution wäre das Richtige, sondern nicht meinen, eigentlich müssten das alle wissen und wenn sie es nicht tun, dann machen sie einen psychologischen Fehler, weil sie was in sich hineinfüllen. Das fand ich ist erstmal, und es ist jenseits der Frage, gibt es irgendwo welche, die sich wehren? Und was heißt dann schon wehren? Ja? Oder gibt es die gar nicht, wie er sagt, die mobben alle untereinander? Es ist überhaupt nicht der Punkt. Da finde ich die Identität dieser Geschichte. Und dass jeder Mensch ein Subjekt ist und aus der Lage, in die er gestellt ist, was machen will, das treibt sie zu dem Gegensätzlichen. Also ich weiß nicht, ob das was nützt, aber dieses, man darf nicht so tun wie. Das ist zu einzeln für mich erklärt. Wenn du sagst, jeder Mensch, es ist keine richtige Klassenanalyse für mich. Das ist auch keine Klassenanalyse. Ja. Weil die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft erstmal kapieren müssten, dass sie eine Klasse sind. Das haben sie überhaupt nicht drauf. Ja, was heißt Klasse? Die halten sich für alles Mögliche, aber nicht für die Arbeiterklasse. Ja, aber und was heißt Arbeiter zu sein, also Mehrwert produzieren für die anderen? Genau das ist die Frage, dass man begreift, dann nein, ich will nicht Arbeiter sein, also ja. Ich bin, ja, darüber hinaus zu gehen, sondern nicht umgekehrt zu denken. Ich will diese Kritik, also was man, wenn man sagt, ja, die Verinnerlichen, die wollen immer mehr, also die sind teilweise bereit für alles, also, aber wie kann Gegenwehr überhaupt anfangen? Das fängt auch damit an, ja, das fängt mit einfachen eigentlich Forderungen, wo es werden Forderungen gestellt, ja, wir wollen einfach vielleicht besser leben, wir wollen nicht mehr weiter. Ja, dass da ganz große Massen sofort sehen, aha, es geht darum, dass wir uns selbst als Arbeiter erstmal, ja, selbst auflösen, also selbst zum Nichts machen und dann alles übernehmen. Es gibt keine Arbeiter, keine Kapitalisten, das wird nicht von einem Tag auf anderen kommen. Ja, das ist genau das. Das kann nur da anfangen, wo die Menschen sich kollektiv, also ja, nicht einzelne, in ganz konkreten, also Belegschaften, sich merken, dass die können sich organisieren da, sich selbst. Ja, dass die sehen, und da kann anfangen nur, dass man für konkrete Forderungen erstmal kennt. Natürlich, ja, natürlich, da braucht man genau die Menschen, wo diejenigen können sagen, ja, okay, das ist gut, für höhere Löhne, kurze Arbeitszeiten aufzutreten, aber das bringt nichts. Also damit machen wir ja, uns als Arbeiter irgendwie selbst kaputt. Ja, wir werden irgendwann entlassen. Dass man braucht richtige Perspektive. Und das meine ich, also wenn ich sage, ja, Revolution, also da irgendwelche revolutionäre Perspektive, sondern nicht nur, ja. Okay, jetzt beenden wir mal diese Debatte. Und zwar mit einem Argument, es war hier eigentlich Medizin anstatt. Ja. Jetzt war die Rede davon, in dieser Gesellschaft gibt es anerkannte Liste von Zivilisationskrankheiten. Krankheiten, von denen auch die Medizin sagt, die gehören zu dieser Lebensart, die hier gepflegt wird. Und jetzt waren Beispiele, ja, es waren die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unter anderem waren halt auch die psychologischen Krankheiten krank. Dann hat der Redner erzählt, wie die psychologischen Krankheiten zu der Lage passen, wieso die aus der Konkurrenz der Leute untereinander und das durchaus auf allen Ebenen des Berufslebens vorkommen. Und an der Stelle klingelt es bei dir. Und da hörst du, oh, da wird gesagt, die Arbeiter wehren sich nicht. Und jetzt steigst du ein. Insgesamt, weil es heute überhaupt nicht das Thema, ob die Arbeiter sich wehren. Also das ist richtig ein bisschen. Quasi, da hast du jetzt einen Andockpunkt für ein ganz anderes Thema eigentlich. Hier ergriffen.
Weil es ist nicht das, worum es heute Abend gehen soll, ob die Arbeiter es oder ob sie es besser tun könnten oder mehr oder irgendwas. So ist es, ja. Ich möchte da noch, du hast den Vortrag mit einer falschen Perspektive zugehört. Nämlich gut, mit einer falschen Perspektive, die ich jetzt aufs Thema zurückführen möchte. Nämlich du hast rausgehört, gesagt werden sollte, die Leute sind Opfer des Kapitalismus. Und da hast du angefangen, und da muss man aufpassen, da darf man nicht pauschalisieren. Ja, ja, auch die Manager, aber vor allem die Arbeit, das sind die Opfer. Das wolltest du, weil der Impetus von deinem ersten Redebeitrag. Und so wie ich ihn verstanden habe, wollte er genau andersrum argumentieren. Ach Gott, dass die Leute Gesundheitsprobleme haben. Heute ist unser Thema, dass sie Opfer sind, mal in dem Sinn, dass ihnen das Leben schwer gemacht ist, sag ich jetzt mal. Das wissen sie schon selber. Das ist ja überhaupt das Thema, mit, wo du eingestiegen bist mit, die Welt ist voller Ratschläge, wie man sich am besten drum kümmern soll. Dass sie betroffen sind von etwas, was mit dieser Gesellschaft zu tun hat. Davon leben die ganzen Ratgeber Literatur. Von, das hat was von mir aus mit der Arbeitswelt zu tun. Stress ist da das Stichwort. Das hat was mit der Freizeit zu tun. Ja? Da, individuelles Verhalten ist da das Stichwort. Also ihr seid mit dem, wie ihr rumlauft, als Kranke oder immer mit der Gesundheit kämpfende Menschen, seid, wenn ich es mal so ausdrücken will, Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist überhaupt nicht die Erkenntnis, die er sagen wollte, sondern davon geht die Welt aus. Das muss man niemandem sagen. Und da, so wie ich ihn verstanden hatte, da ist sogar noch was dran an dem, naja, mit Krankheitsursache Freizeit, ja, ja, da kommt auch viel dadurch zustande, wie sich die Leute in ihrer Freizeit leben. So, jetzt fängt aber der Unterschied an. Er wollte sagen, da muss man mal sagen, wovon sind da die Leute betroffen? Das ist das Spannende zu klären. Ja, du lachst, du hast kein Wort dazu gesagt. Wovon sind die Kritik? Natürlich teile ich auch. Also jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt lass mich mal zu sagen. Also, aber halt jeder sieht aus seinem Klassenstandpunkt also und stellt die Fragen aus diesem Standpunkt. Aber schau mal, du jetzt von einem Klassenstandpunkt. Du willst auch nicht mit mir vorwerfen, dass ich irgendwelche Fragen da stelle. Also, nein, du wolltest sagen, du hast was missverstanden. Du wolltest betonen, sie sind Opfer von. Und er wollte betonen, ja, woran liegt denn das? Das in der Gesellschaft. Wie ist denn die Gesellschaft beschaffen? Was sind denn die Ursachen in der Gesellschaft, die dazu führen, dass die Leute immer krank sind? Das war, so hatte ich überhaupt das verstanden, was da die große Aufklärung ist. Dass es eben damit, sag ich mal, was zu tun hat, wie die Arbeit hierzulande organisiert ist, wofür sie stattfindet. Ich wiederhole jetzt das Ganze nicht, weil ich wollte noch einen Schlenk zu dem anderen machen, weil da hast du eine Nahtstelle zu dem ersten Beitrag, nämlich der sagt, ja, die Medizin geht doch, weiß doch von den gesellschaftlichen Ursachen, ist doch nicht, dass die einfach ignoriert in dem Sinn, sich nicht darum kümmern. Da war es ein Beispiel mit dem Stuhl. Ja, natürlich weiß die Medizin da, in der Arbeitswelt, da muss man, was weiß ich, da sitzen Leute mal auf dem Stuhl und drücken auf eine Taste mit der Rückenkrumm. So, jetzt wäre die spannende Frage, und das ist der Vorwurf, da hat man doch überhaupt noch nicht die Notwendigkeit erwischt, wovon die Leute da krank gemacht werden, wenn man sagt, vom Stuhl. Sondern die Frage ist, wieso müssen die den ganzen Tag lang an diesem Stuhl arbeiten? Was ist da die Notwendigkeit davon? Und da ist man dabei zu erläutern, die Rentabilitätsrechnung der Unternehmen. Dass nämlich ja, der Stuhl durchaus höher sein kann oder auch variabel sein kann, wenn es in der Rechnung reinpasst. Nämlich, kann man mit dem Arbeitsplatz aus den Leuten geldwerte Leistung rausholen, sodass
sich die Bezahlung von diesen Leuten lohnt. Aber da hat man erläutert, warum es worin die gesellschaftliche Notwendigkeit liegt und nicht sich zufrieden gegeben und gesagt, den Leuten wird aber verdammt übel hier mitgespielt. Willst du dazu noch? Gibt es andere Diskussionsbeiträge, andere Fragen, andere Einwände? Ich würde gerne den ersten Redner fragen, ob er eigentlich mit der Antwort zufrieden war. Der gesagt hat, Medizin muss doch so gehen, auch in anderen Ländern. Ja, so ähnlich war das der Gedanke. Ja, so ungefähr. Wie sollen die Medizin anders gehen, als dass sie sich ohne Rücksicht auf die äußeren Ursachen, dann mit dem Geschehen im Körper und was da schiefläuft, und die man da eingreifen kann, dass sie sich damit befasst. So habe ich gerade einen Einwand. Mein Einwand hat sich nur auf das Prinzip bezogen und nicht auf den Inhalt, um den es ja eigentlich gehen sollte. Also er hatte hier nochmal gesagt, die Kritik hier, die gebracht wird, also die vorher, die bis jetzt gebracht wurde, ist ja positiv formuliert. Eigentlich sollte der Arzt ja, wenn er sein Prinzip erarbeiten würde, die Ursache, nämlich die gesellschaftlichen Ursachen, die dann die Wirkung hervorrufen, diese Ursachen müsste er bekämpfen, die müsste er wissen und dementsprechend bekämpfen, um die Wirkung zu vermeiden, wie er es mit natürlichen Ursachen tut, wie zum Beispiel Impfung gegen Viren und sowas. Und dieses Prinzip, allein darauf hat sich mein Einwand bezogen und nicht eben auf den negativen Inhalt, wie er dann hier vorzufinden ist in dieser Gesellschaft oder den positiven, wie er irgendwo anders sein könnte. Ich fasse es nochmal, wie ich es verstehe, ja. Oder überhaupt, wie ich den Vorwurf, der gemacht werden soll, verstehe. Wenn sich die Medizin, und man kann ja auch sagen, Ärzte hat es ja bei den alten Griechen auch schon gegeben. Auch Krankheiten hat es da schon gegeben. Ja, also das ist ja nicht einfach so, sondern wir berichten, wenn wir jetzt hier Kritik üben, dann beziehen wir uns bewusst auf die Zivilisationskrankheiten, also auf die, wo die Medizin selber zugibt. Da gibt es gesellschaftliche Ursachen, die sind nicht natürlich. Wenn er die medizinische Forschung bei einer Krankheit auf eine natürliche Ursache trifft, es ist kein Fehler, wenn sie einfach in der Naturwissenschaft weitermachen. Dann stößt sie auf die natürliche Ursache, meinetwegen den Feind des Bakteriums. Naja, dann muss man wissen, wie das Bakterium zu bekämpfen ist und dann ist die Krankheit auch besiegt. Und in der Hinsicht kontrastiert ja in unserer Gesellschaft unglaublich der wahnsinnige Erfolg in Sachen natürlicher Krankheitsursachen, wie die heute im Griff sind. Im Verhältnis zu den Zivilisationskrankheiten, die eben nicht im Griff sind. Wenn ich jetzt aber in der Forschung drauf komme, da ist eine äußerliche Einwirkung auf den Körper, hat gesellschaftliche Gründe und die schädigt den. Dann muss ich eigentlich, wenn ich Ursachenforschung betreibe, zu der Ursache übergehen.
Und die ist dann keine medizinische Forschung mehr, sondern das ist dann eine gesellschaftliche Forschung. Das war die Rede hier. Es reicht ja nicht zu sagen, naja Gott, wer immer das Gleiche macht, ist einseitig belastet. Sondern die Frage muss doch heißen, warum macht er immer alles? Warum macht er immer das Gleiche? Und das hat Ursachen, die sind medizinisch nicht zu beantworten. Die sind auch medizinisch nicht zu bekämpfen. Also wäre, wenn man der Ursache treu bleibt, wenn man an der Ursache weiterdenkt, müsste man eigentlich aus der Medizin raus und sagen, hier ist Gesellschaftskritik nötig, nicht ärztliche Kunst. Und das ist die Stelle, wo die Ärzte verliert sind. Wenn sie sagen, okay, mag sein, was will ich als Arzt, bin dem leidenden Individuum verpflichtet und ich habe ihm zu helfen, so gut ich kann. Und theoretisch heißt es, ich kümmere mich um die Eingriffsmöglichkeiten in den Organismus mit seinem Leiden, egal wo es herkommt. Selbst im Wissen drum, dass es aus gesellschaftlichen Ursachen kommt. Das ist diese Bornierung, die da angegriffen wird. Die soll nicht heißen, die Ärzte würden als Ärzte irgendwas anders machen müssen. Sondern gerade wenn Sie merken, dass die Erzeugung von Krankheiten gesellschaftliche Ursachen hat, dann müssten Sie aufhören, Ärzte zu sein und wegen der Erkenntnis der Ursache was anders mitmachen. In dem letzten Punkt muss ich dir jetzt widersprechen. Also das Prinzip des Arztes, jetzt auf die natürlichen Ursachen bezogen, ist ja, er sieht eine Wirkung, sucht nach der Ursache, also wenn er sie noch nicht kennt, wenn er noch nicht weiß, woher es kommt, findet sie hoffentlich und dann kann er die Wirkung bekämpfen. Und dann kann er jeden, wenn er dieser Wirkung zureinkommt, helfen oder eben durch Impfung etc. vorab was machen. So, und das meine ich jetzt mit der positiven Formulierung dieser Kritik, die hier stattfindet. Würde er das heute machen, müsste er aus der Medizin rausgehen. Aber da er das nicht macht, ist er boniert. Aber das Prinzip ist an sich vollkommen rational. Das stimmt nicht. Das Prinzip, sich ganz am Organismus aufzuhalten. Mach mal. Dass er, wenn er auf etwas stößt, nach der Ursache sucht und dann die Ursache eben vorab aus der Welt zu schaffen oder eben die Wirkung, wenn sie wieder auftritt, zu bekämpfen, zu heilen. Aber diese Argumentation, die geht von einer Unterstellung aus, die stimmt in Bezug auf das Heilen am Organismus gar nicht in jedem Fall. Wenn du sagst, das versteht sich doch eigentlich von selbst, dass ein Mediziner da heilend wird, wo es was zu heilen gibt, am Körper, der irgendeinen Defekt hat, dann muss da das Geschäft abgewickelt werden. Naja, einerseits ist es erstmal eine theoretische Fehlleistung. Wenn man zu dem Urteil kommt, das, was den Menschen da krank macht, hat keinen in ihm liegenden organischen Grund, hat auch keinen in der Natur jenseits seiner vorliegenden Grund, in Viren oder Bakterien, sondern hat in der Gesellschaft seine Ursache. Dann müsste man vom Standpunkt des Medizinmanns, der den Defekt weghaben will, die Ursachen betrachten. Das war schon gefallen, das Argument. Dann müsste man aus dem Medizingewerbe aussteigen und sagen, wir wollen uns nicht mit der Fortexistenz krankmachender Ursachen abfinden. Umgekehrt sich auf die Seite zu stellen, unser Metier ist aber am Individuum zu heilen, das erfüllt überhaupt nicht die Prämisse, die bei dir mitschwingt. Und das geht dann auch. Wenn wirklich die äußere Ursache der und der ausschlaggebende und einzige Grund ist für ein Leiden, das sich der Mensch einfängt, dann ist das überhaupt nicht durch die Manipulation seines Organismus heilbar. Also wenn in der Medizin gewusst wird, die ständige Anspannung an einem Arbeitsplatz, und sowas wissen die, fordert den Menschen dazu heraus, mit immer erhöhter Pumpleistung des Herzens den Druck des Blutkreislaufs zu erhöhen. Und weil diese Beanspruchung nicht aufhört, fixiert das den Bluthochdruck auf Dauer, weil die Elastizität der Gefäße nachlässt und so weiter. Wenn ich von so einem Grund für den Bluthochdruck weiß,
dann ist der Grund ist am Organismus nicht wegzukriegen. Du kannst ihm zwar Pillen geben, die den Blutdruck senken, aber die Ursache, die ist damit gar nicht abgestellt. Das stimmt also gar nicht, dass man sagen könnte, insofern man sich ganz auf die Seite des Organismus schlägt, kann man da alles ausrichten, was es braucht, um die Wirkungen der Ursachen ungeschehen zu machen. Nein, ich meinte damit ganz einfach, dass der Mediziner oder der Arzt in seinem Sein als Arzt, wenn er auf so eine Zivilisationskrankheit trifft, genau so arbeiten sollte. Wir reden, glaube ich, einfach aneinander vorbei. Wir sagen genau das Gleiche. Ich sage einfach nur, der Arzt sollte, wenn er auf eine Zivilisationskrankheit trifft, genauso handeln, wie wenn er auf, keine Ahnung, Masern trifft. Er sucht die Ursache und impft die Leute dagegen. Und wenn es Zivilisationskrankheit ist, dann eben in dem Sinne, dass sie die Umstände, die Gesellschaftsstrukturen, die Gesellschaft ablehnen. Genau das. Okay, ja, aber das wäre ein ganz anderer Übergang. Da müsste der Mediziner erstmal den Standpunkt, am Organismus zu manipulieren, verlassen und sagen, er wendet sich gegen die Ursachen, von denen er weiß. Ja, verstehe ich dich richtig? Ja. Ja, genau das ist eigentlich das Argument, das wir sagen wollen. Ja, ist ja wunderbar, dass wir uns jetzt doch noch treffen, wo wir so lange aneinander vorbeireden. Ja. Vielleicht als Anregung, dieses Büchlein zur Kenntnis zu nehmen und zu lesen, noch ein Hinweis darauf, wie sich dieser jetzt von uns kritisierte Standpunkt der Medizin, das, was wir da die Bornierung der Mediziner nennen, ja, in Kenntnis der gesellschaftlichen Krankheitsursachen, sich auf die Seite zu schlagen, unser Metier ist, den Organismus zu manipulieren, um die Wirkungen ungeschehen zu machen. Wie dieser Standpunkt auch den Gang der Medizin und die Art, wie da geforscht und gedacht wird, bestimmt, dirigiert und auch zu Fehlleistungen führt, wo im medizinischen Denken selber Fehler auftreten. Es ist ja eine große Kluft zwischen dem Ausgangspunkt zu bemerken, von dem ich heute Abend angefangen habe. Die Mediziner selber wissen um Zivilisationskrankheiten, haben also eindeutig als Ursache die Gesellschaft im Blick. Und am Ende liest man bei ihnen, wesentlich ist es darum zu tun, zu erforschen, worin die Bereitschaft eines Organismus liegt, sich krank machen zu lassen. Krebs, solche Zitate haben wir ausfindig gemacht, wird von denen so betrachtet, dass sie sagen, liegt wesentlich an der Bereitschaft eines Organismus, krankhaft auf Kanzerogene zu reagieren. Zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, da liegen Welten oder wenigstens einige Schritte, die will ich andeuten. Die gehen schon davon aus, dass die Zivilisationskrankheiten ihre Wirkung tun, also gesellschaftliche Ursachen. Und die nehmen sie in den Blick hinsichtlich der Wirkungen, die das am Organismus hat, weil ihr praktisches Interesse ja eben das ist. Die wollen am Organismus heilen, was die äußeren Ursachen anrichten. Mit dem Interesse vertiefen die sich hinein in den Organismus, um zu prüfen, zu erforschen, wie setzen sich die äußeren Einwirkungen im Inneren des Menschen fort? Wie schädigen die ein Organ und dieses Organ ein nächstes und so fort? Bei diesen Untersuchungen, die Sie da anstellen, finden Sie zutreffende, richtige Unterschiede. Und zwar bei verschiedenartigen Individuen. Sie stellen fest, der Krankheitsverlauf, den ein und dieselbe äußere Ursache hervorruft, der variiert von Individuum zu Individuum. Da stellen Sie fest, dass
beispielsweise der mit einem ramponierten Immunsystem eher dahin gerafft wird als einer, der ein starkes Immunsystem hat. Und es ist zutreffend und hält eigentlich den Unterschied zwischen Ursache und Bedingung korrekt fest. Die äußere Ursache wirkt auf den Menschen ein, aber die Verfasstheit des Individuums selber ist eine Bedingung, die den Verlauf dieser Einwirkung prägt. Aus diesem zutreffenden Befund ist es in der Medizin dahin gekommen, einen falschen Schluss aus dieser zutreffenden Einsicht zu ziehen. Ja, wenn dieselbe Ursache nicht bei allen dieselbe Wirkung erzeugt, dann muss der Mensch, auf den das einwirkt, selbst sowas sein wie ein Mitverursacher. Wenn nicht alle auf dieselbe Ursache gleich reagieren, dann ist der Mensch selber in seiner ganzen Verfasstheit Mitverursacher. Die Ursächlichkeit der äußeren Ursache ist damit eingeebnet. Die Bedingung, auf die das trifft, der Mensch, ist zur Mitursache erhoben. Und üblich ist im medizinischen Jargon, beides auf eine Stufe zu heben mit dem Argument, es handelt sich um Risikofaktoren. Und die Bemühung der Medizin, dass doch ihr Angriffspunkt im Menschen zu liegen hat, weil da setzt ihr Heilen an, das ist ihr Metier, die führt dazu, dass dieses innere Geschehen auch den Schwerpunkt ausmacht. Unter der Palette der Risikofaktoren, die Sie kennen. Und das führt zu solchen Merkwürdigkeiten wie beim Krebs, sagen Sie, stellen Sie fest, auf dieselben kanzerogenen Stoffe antworten nicht alle Menschen gleich. Deswegen wird gesucht nach einer ererbten oder erworbenen Bereitschaft im Organismus, auf äußere Schädlichkeiten außergewöhnlich, das heißt im Sinne einer Krankheit, zu reagieren. Jetzt ist die Perspektive schon sehr verschoben. Was im Ausgangspunkt der Bemühung noch klar vor Augen stand als äußere Krankheitsursache, Zivilisationskrankheit, das ist durch diesen 3- oder 4-Schritt hin verschoben dazu, dass das Äußere purer Auslöser ist für etwas, das wesentlich im Inneren passiert. Die Bereitschaft eines Organismus auf äußere Einwirkungen überhaupt abweichend, krankhaft zu reagieren. Das ist ein Fehlschluss, aber ein Fehlschluss, der sich ganz diesem praktischen Interesse verdankt hat. Vom Standpunkt des Heilens, am Organismus die Wirkungen zu reparieren, das für das Wesentliche zu halten und deswegen auch wesentlich die Gründe für alles krankhafte Geschehen möglichst im Inneren verorten zu können, weil nur da kann man ja die Hebel ansetzen. Das führt auch zu einer Merkwürdigkeit, die in diesem Buch zitiert ist, was den Bluthochdruck angeht. Da kennen Mediziner auf der einen Seite innerorganische Ursachen für Bluthochdruck. Da gibt es zum Beispiel Nierenkrankheiten, die lösen Bluthochdruck aus. Es gibt noch ein paar andere organische Ursachen. Von dieser Palette der Bluthochdruckerscheinungen sagen sie, die heißen sekundärer Bluthochdruck. Ja? Daneben haben Sie eine Schar von Patienten vor sich. Da finden Sie alle inneren organischen Ursachen für Ihren Bluthochdruck nicht. Diese Abteilung nennen Sie primärer Bluthochdruck. Und von dem sagen Sie, von dem primären, der heißt auch essentieller, dafür haben Sie keine Ursache. Es ist deswegen merkwürdig, zurückerinnert an den Ausgangspunkt, weil der Mediziner, der von den Zivilisationskrankheiten berichtet hat, brettelbreit erzählt, wie durch äußere Belastung, nicht durch innere organische Defekte, sondern durch äußere Belastungen am Arbeitsplatz, Arbeitssätze, Stress, der Bluthochdruck entsteht, nämlich durch die erhöhte Pumpleistung, durch die Veränderung der Elastizität der Leiterbahnen, sodass der Bluthochdruck fixiert wird. Da haben Sie noch ein äußeres Geschehen als Ursache. Die Absicht, im Inneren aber des Grundes teilhaftig zu werden, weil da der Heiler seinen Hebel ansetzen will, der hat diesen Ausgangspunkt hinter sich gelassen, vergessen, für nichtig erklärt, weil er einen innerorganischen Grund sucht, aber keinen findet und deswegen zu dem Befund kommt,
diese zweite Abteilung von seinem Bluthochdruck, den er essentiell nimmt, der hat nach dem Dafürhalten der Medizin keine Ursache, jedenfalls keine, die sie bisher gefunden hätten. Insofern wollte ich sagen, das ist ein Standpunkt, den wir da angreifen. Der hat auch Konsequenzen für die Art, wie in der Medizin gedacht und weitergeforscht wird. Das ist ein unguter Fortgang. Das war gemeint als Anregung, sich dieses Büchlein mal genauer anzuschauen, weil es auch viele Abteilungen der Medizin durchspricht und vielleicht für anwesende Mediziner oder Ärzte eine nützliche Lektüre sein kann. Ich soll sagen, für die anderen auch. Ist fertig. Ja? Mach. Ich will nur eine Sache dazu sagen, zu dem ganzen Thema. Es ist doch so, und es ist eigenartig, es gibt keinen Berufsstand in dieser Gesellschaft, der so einen guten Ruf hat, wie der Berufsstand der Ärzte. Okay, es gibt das Argument Beutelschneider, das gibt es. Aber an und für sich ist der arztärztliche Stand und das ganze Medizinbetrieb eine Einrichtung, die wird für jeden Menschen gut gefunden, weil jeder sie braucht. Und weil jeder sie auf sich bezieht. Und das ist ja das Eigentümliche. Die Medizin ist jetzt aber darin, den sagt man andersrum, das, was der Medizin zugute gehalten wird, ist, dass sie jedem Individuum nach seinem Bedarf hilft. Das ist was anderes als die Polizei, die darauf achtet, dass man die Gesetze einhält und draufhaut und nicht kassiert. Es ist was anderes als, meinetwegen, auch bei den Schulen. Da kann jeder sagen, die Kinder werden für die Berufswelt zurecht gemacht, manchmal mit dem Vorwort funktional ausgebildet statt gebildet. Da weiß man gesellschaftliche Zwecke, die mit dem Zweck des Individuums nicht identisch sind. Bei der Medizin ist es ganz anders. Die Medizin genießt den Bonus. Sie ist eigentlich nur dem leidenden Menschen verpflichtet. Und es ist sie ja auch. Aber der Hammer ist, gerade diese Beschränkung macht ihre gesellschaftliche Funktion aus. Gerade darin ist sie der zum Kapitalismus gehörige Reparaturbetrieb. Gerade darin, dass sie nicht, also die Medizin auch nicht sagt, ich mache dich für den Bedarf der Unternehmen zurecht, sondern ich stelle deine Gesundheit wieder her, die du willst. Dadurch machen sie die Leute für die Berufswelt zurecht, so gut es geht. Und diese Verpflichtetheit aus Individuum, die geht ja erreicht über die Berufswelt hinaus. Auch die Rentner kriegen noch die berühmte künstliche Hüfte. Auch wenn sie nie mehr was nützen für die notorische Wirtschaft. Diese Verpflichtetheit aus Individuum, das verschafft ihr den Bonus. Das ist das, warum es was total Humanes ist. Der Hammer ist, genau darin erfüllt sie die Funktion einer Bevölkerung das ewige über ihre Verhältnisse leben zu ermöglichen, welches die Wirtschaftsweise verlangt. Über die Verhältnisse leben im Sinne der Gesundheit gemeint? Im Sinne der Gesundheit über die Verhältnisse. Natürlich. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Dieser Bonus, den die Medizin genießt, weil sie so ganz dem Individuum verpflichtet ist. Und der Hammer, dass genau diese Konzentration aufs Individuum die gesellschaftliche Rolle spielt. Also die eigentlich die gar nicht aufs Individuum ziehende
Funktion für die kapitalistische Gesellschaft ist. Das finde ich ein wichtiger Punkt, der einem aber ein bisschen klar macht, wieso, ach Gott, alle Welt verdient Kritik für das, was sie tut. Medizin verdient Kritik höchstens für das, was sie nicht tut. Also wenn sie hinter irgendeiner Leistung, die man sich erwartet, zurückbleibt, so weiter vorhin die Rede. Ja. Das fand ich noch ein Gedanke. Richtig, ja. Gibt es noch was? Davon war natürlich vorhin schon die Rede. Dieses total persönliche Verhältnis von Arzt zu Patient, wo jeder eben den, das ist der Helfer, ich brauche ihn, Gott sei Dank gibt es ihn. Das total persönliche Verhältnis von Arzt zu Patienten zu zeigen, was unwahr ist. Denn jeder, der Patient den braucht und will, gibt es den nicht. Das ist ja doch eine vollkommen gesellschaftliche Einrichtung des Staates dann. Das ist dieses total persönliche Verhältnis. Also das Gesundheitswesen gibt es nicht, weil die Patienten es wünschen, sondern es, oder weil es irgendwann der Patient krank ist und den braucht. Und das Gesundheitswesen gibt es vom Staat her, weil er sagt, er braucht ein gesundes Volk, die Gesellschaft, die er verwaltet. Und dann wird das Geld einsammeln, davon war ja vorhin die Rede, aber es ist was Verlogenes, das ist ein persönliches Verhältnis wert. Aber genau das persönliche Verhältnis ist das, was den Sektor gut spielt. Bloß geben tut sie nicht wegen dem persönlichen Verhältnis. Genommen wird so, und deswegen eignen sich ja auch die Ärzte so gut als moralische Autoritäten für TV-Serien. Weil, ja, das meine ich schon ernst, dass sich diese Figur für sowas eignet, dass das für viele Patienten eine Vertrauensperson ist, zu Landärzte können ja davon ein Lied singen, zu denen man auch gerne geht, weil man sich nur aussprechen möchte und Rat sucht, Lebensrat. Das rührt daher, dass jeder Patient die Bestimmung, die wir heute Abend gegeben haben, so nicht auffasst. Dass die Art und Weise, wie sich der Gesundheitsbetrieb um das ruinierte Menschenmaterial kümmert, den Zweck verfolgt, das System, das die Gesundheit fertig gemacht hat, wieder mit verschleißbarer Gesundheit auszurüsten. Das geht natürlich nur, indem man die Gesundheit repariert. Und die ist die Voraussetzung für wirklich alle Zwecke, für die privaten genauso wie für die, wo man für fremde Zwecke in Anspruch genommen wird. Das ist am Gegenstand Gesundheit nicht zu trennen. Die braucht man für jeden Zweck. Insofern ist sie auf gar keinen bestimmten abonniert, sondern Voraussetzung für alles. Das ist für den Patienten deswegen so klar, dass deswegen der Arzt mein Mann ist, weil er sich um mich, um die elementarste Voraussetzung für alle Interessen kümmert, Gesundheit. Ja, das gibt ihm den Bonus, dass man ihn auch mal anhaut in den Fragen der Lebensführung. Familienkummer, Liebeskummer. Deswegen sind Weißkittel neben den Pfaffen begehrte Stars von TV-Serien. Das ist nicht einfach ein Berufsstand wie ein Elektriker oder Maurer, die kommen da seltener vor. Gibt es noch Bedarf zur Aussprache?
Magst du noch was ankündigen, Werner? Ja, ich habe es ja schon gemacht. Also nochmal der Hinweis auf kommenden Dienstag zum Thema Wer verdient, warum die fehlende Diskussionsveranstaltung im Nachbarschaftshaus und am Donnerstag um 10 Erlangen Sprecherveranstaltung. Dann war das im Februar. Und im Februar war es am 16. Februar um 19:15 Uhr hier im Künstlerhaus am Bahnhof in Nürnberg. Okay. Vielleicht Trump. Gut, machen wir Schluss.